Hebt doch, ich reiche geschwind nach und verneige, es hat besser. Was hast du eigentlich aufgegabelt? Hey, in Arsch geschlagen habe ich, du hättest mir das Bier abgesprengt. Und schon ist geschehen gewesen. Soll ich ein bisschen Haut dazu nehmen? Ja, nimm dich zusammen und schau, was du machst. Was? Oh, ich habe dich nicht gestochen. Aber Bau. Das ist nicht wahr. Es hat dir noch viel gefehlt. Du hast kein Zimmermannshaar. Ja, wie viel ist das? Etwa einen halben Schuh. Wohl, doch, das hat mich schon vorhin getäuscht, das Doppel. Wohl, es ist doch jemand daheim. Grüß Gott. Noch minder für. Grüß dich wohl. Stell an einen Ort an. Hat dir ungefähr gehabt? Bau ein bisschen. Benz hat sie gehört. Darum haben wir die auch nicht gehört. Das hat nichts zu sagen. Ist der Vetter Kirchmeier nicht um den Weg? Der Augenblick gerade nicht. Er ist zu Gerichtsessen, so oben Fleisch reichen. Sie müssen cool abtöten. Das kommt alle dran. So. Ich sollte euch auch um etwas tun. Ich will nicht eilen. Es fährt dann wieder anbrüten. Und wenn ich diesen Putzer überkomme? Also wirst du hart scheuchen. Die zwei, die diesen Weg der Fuss im Hafen haben, beim Vetter, werden etwas so haben zu fürchten. Ja, mein Sech, das wäre etwas zu sagen. Solltest du erfahren, wie er manchmal sein kann. Aber nicht gegen euch. Die Leute sagen ja, ihr könnt nicht einmal hungern. Ey, Vater, was sinnest du auch? Nur geföppelt. Was geföppelt? Ihr seid ihm so nach verwandt wie alle anderen. Und dann ist er nachher erst noch beten zusammen der Götti. Warum hätte es denn nicht können sein? Weil beim Erbe die grossen Herren vorankommen und die grossen Bäuerinnen auch. Etwa noch Wirtinnen, nicht arme Knechtli und Jümpferli. Ah, oh, der Wirtinnen wird es auch nicht draufen bringen. Die bekommen auch nur nach Abi stürzen. Die Häutli täten sie eigentlich nicht einmal annehmen. Nein, würden sie schon, wenn sie es überkämpften. Doch, dennoch. Weißt du besser, Benz? Oh, es käme auf einen Probierer an. Der Vetter soll mir nur die Taule verschreiben, die anderen, die sie dann schon machen. Wir wollen doch nicht mehr von dem reden, es ist dem Vetter seine Sache. Ist doch nicht so ein verschochenes Hühnchen. Irgendwie gönnt ihr euch schon, Benz, zu dir. Ich will doch nicht von den Griffen sprengen. Ihr schaut dem Kirchmeier gut zur Sache, dann wär's nicht recht, wenn der Hinger abkäme. Jetzt passen Schweig. Ja, unser Rhein ist gäng am Basten, wir haben sie schön still. Der Götti wurde uns, wenn wir im Wetter drin reden. Aber hock doch. Das wär schon recht, wenn die ganze Verwandtschaft so mich wie dir. Da sei ich nicht ein Wörtchen dagegen, beim Halteli nicht. Aber wenn man sieht, wie sie im Kirchmeier klüttern und täseln und Bisi-Bäsi machen und mit den Körbchen laufen, schier Tag und Nacht, dann dürft es mir doch die Augen, wir sollten dazu tun. Ich weiss ja wohl, wie sie unsere Entüfer malestieren. Und wenn der Vetter auch nicht alles glaubt, etwas könnte man dann gleich bleiben hängen. Ja, machen die dir, was sie können. Da hat Wirti recht. Eben, und darum wäre es im Himmel nicht recht, wenn sie den Hof in die Kloppen überkämten. Ein Muffen, der Hauptmann, zwar Schleiwillen, soll dann seine dreckigen Finger an einem anderen Ort wärmen. Hey, jetzt ist er ein Muffen noch da, der Vetter. Ah ja, ist ein zähes Ketzerschmandel. Er läuft noch irgendwie ein Zeitchen, der Rote plagt ihn keinen Bus. Ja, für Wichen gerade zu ihm gesagt. Da können die hungrigen Verwandten noch lange auf die Erbe warten. Der Kilchmeier bänkelt einmal noch mit unseren Knochen aus ab den Bäumen. Selb hingegen kaum, es böset ihm doch auch ab. Er mag ihm gerne noch Flausen haben. Wenn man ihn nicht kennt, dann sehe ich ihm nicht an, was hinter ihm steckt. Und es hat sich schon manchmal an ihm trumpiert. Ja, richtig, schon manchmal steigt er, lache ich es alle zusammen hinterrücks nicht mehr aus und... Wenn man in der schönen Wetterluft Wokal und Haushecker nur weinen. Aber Donnerli, Hagel, was ich gerade so sage, wenn alle anderen Liebesbüsse machen, unser Ehen können wir nicht alleine böse Katzen. Präzis. Er hat halt nicht nur den schönsten Hof weitergebreitet und einen Haufen ausgeläuert. Er hätte auch noch einen Speicher voll Sachen, die unser Ehen Katzenbox Kommode könnten. Halbrinnigs und Reistigs und Tuch für Hemmli und Scheiben und Nasalümpel und Bettzeug soll der ganz beigehen liegen, obwohl er ganz bergen. Davon nehme ich mein Sex so gerne ein Schöbeli, das sage ich gerade, wie es mir ist. Ja, ja, das gelustet dich noch Menge. Aber jetzt muss ich gewiss auch wieder etwas tun, das kann nicht so gehen. Noch bin ich ein bisschen steif verbürstet, Herr Benz. Deswegen wäre ich genau noch. Man könnte einen gewiss fast für einen Bauernsohn anschauen. Tücht's dich. Seid ihr gut heimgekommen am Mai-Sonntag? Oder zusammen bei uns seid ihr tanzen gewesen? Am Mai-Sonntag? Ja,
Wegen dessen brauchst du jetzt auch nicht genieren. Unser Engwahr hat manchmal eigentlich nichts Böses dabei. Der Götti kommt, ich will ihm das Fleisch abnehmen. Hier, im Vorbeigang. Grüß dich, Vetter. Ja, ich wollte doch geschwind suchen, schauen, was da lebt. Freut mich. Ich berichte gerne ein Wörtchen mit dir. Und ich mit dir auch. Götti, was hat er denn gekromt? Das ist ein ganzes Beigli-Drei-Zink auf dem Küchenschaft. Das hat ich so unterwegs lassen. Für was Kosten haben wir nicht wegen? Das ist doch nicht der Wert. Wo ist sie das der Wert? Du kannst sie gar Murb machen. Sie vergehen aber ganz auf der Zunge. Jetzt lächeln jetzt dich wieder auf den Stock zu hängen. Du bist doch gegen der gleich. Ja, sollte ich dir lernen, was du doch so gut mit mir meinen. Selbst schon nicht. Aber mir ist dumm dran mit dir. Mein Teuer ist mir. Du bist ein unkommoder Nervfetter. Was du nicht siehst. Wollt man sie beide wegmachen und kramt dir etwas? Dann lachst du ihm hinter den Rucks aus und denkst, aha, die schlenken auch ein Würstchen nach einer Spexi. Jetzt hör aber auf. Oh, ich sage es gerade, wie es mir ist. Und kehrt man dir den Rücken, wie wenn man nichts davon wüsste, dass es einen Vetter Kilchmeier gibt, mit Geld in allen Säcken und Titeln auf allen Heimetlein weit und breit. Dann könntest du meinen, wir haben etwas wieder drin, oder hätte ich vergessen und fragt dir nichts danach. Und dann könntest du ihm halt auch vergessen und nichts danach fragen. Und du meinst, das scheuchen die Leute? Etwa wohl. Schau, Vetter Erbe, du das letzte Moment auch Leute gern, wenn sie können. Ja, da könntest du im Moment noch etwas recht haben. Darum zogen sie gegen einen Niedelboden zu wie gegen einen Beinkorb. Und darum steht hinter einem niederen Baum einer, der dem Vetter das Ross geht, zu lehnen oder mit Gewalt helfen werken. Und hinter einem niederen Gatterstock einer, der ihm auch die Haushaltung zu sorgen. Aber es ist doch schön, wenn man den Verwandten so lieb ist. Ja, warum nicht? Aber es gibt doch den Unterschied. Teil mögen kaum warten, bis so ein Erdvetter die Augen zutut. Und Teil gönnen ihm doch das Leben und alles Gutes. Dadurch bin ich hingegen Sauferi. Was darf ich dir sagen, wie es mir ist? Darum tüchen wir in deine drei Zinken doch gern so kätzis gut. Jetzt tust du dergleichen. Aber du bist einfach ein Nüsser und kannst allen Leuten steif berichten, dass sie meinen, du gäbisch nicht recht. Darum meinen die Alben so hageln, wiederholt man zwar ein bisschen, wie sie können mit dir machen, was sie wollen. Ja, wenn man holt man ist, das wollte halt etwas sagen. Da ist unser Rem gerade nichts dagegen. Ein Lumpenhung ist ein Lumpenhung, sagt er neben, was er will. Hat den Hochmut zu gering nicht schmecken. Und unsere Wirtschaft geht er auch verbrüllen in sieben Ämtern, um den Schlechtkerl. Ist so möglich. Und jetzt selber so viel Dreck am Stecken, ein solcher Safti, der schon anderthalb Stürme wird, wenn er nur an einem Ort als Gloschli sieht, hängen. Da kann mir am Gätzi retschen, das kann er. Los, Vetter. Los, Vetter, vermach die Sache, wenn du weiter. Ich weiss wohl, dass es mir nicht angeht und mir kaum den Haufen bricht. Aber das sagt der Vetter, wenn der Hauptmann den Hof überkommt, dann habe ich nichts mehr auf dir. Herr Rieses Gott, wo das als Kötz geht, am Niedelboden, wie der könnte dahinter geraten. Der schoss ja mit dem Gring auch ungezügig von der Tilliachen. Ich will nicht so Hummer haben, Baby. Der liebe Gott wird schon reisen, dass mein Habli einmal recht in Hänge kommt. Jetzt versteckst du wieder hinter dem lieben Gott. Ja, schau, pass, es hat denn jeder Mensch seinen Fehler. Wir haben ihn auch. Und der Hauptmann kann sich noch ändern. Es ist ein Herr draussen, Götti. Was ist es für einen? Ich glaube, es sei der Vetter, der Hauptmann ist. So haben sie doch in die Stube reingekommen. So einen Herr lässt man nicht draussen stehen. Also. Das muss ich jetzt auch eben gut brechen, dann will ich nicht feiern. Mit einem Sättigen. Hüte Gott, Vetter. Hüte Gott, Anne, Baby. Du kommst dann gleich mehr. Aber nicht, dass man dann wieder krumm ist. Entschuldigung, Dank. Grüß dich, Vetter Kilchmeier. Wie geht's dir? Was lebt man gern? Oh, das musst du so tun, bis es besser kommt. Ich kann nicht klagen. Aber nimm den Platz. Ja, ich kann mich nicht lange aufhalten. Ich habe das Fuhrwerk bei mir. Hey, wirklich abhocken. Du bist gleich wieder aufgestanden. Ja, kann man sie auf den Knecht verlassen? Ich habe das Lüftungstier gespannt. Benz wird schon schauen. Ich bin da nämlich geschwind zu Habligen beim Gemeinschreiber.
Er hat einen bedeutenden Einfluss. Weißt du, Vetter, es ist dann nämlich etwas im Werden wegen dem Grossrat. Wir waren schon lange in einem schwierigen Dilemma drin. Der alte Leuenwirt hat längst sollen abgeben. Er ist halt in Gottes Namen nicht mehr auf der Höhe. Aber er hat halt auch gemeint, das gang nicht ohne ihn. Und darum ist er im Sessel geklebt. Wenn er jetzt wird, doch die endlich zur Einsicht kommen, es sei Zeit, an einen tüchtigeren Kraftplatz zu machen. So, so. Ich habe noch gar nichts davon gehört. Ja, es ist nur anfangen, den Eingeweihten bekannt. Die Angelegenheit ist erst der Frühling in Fluss gekommen. Der Leuenwirt hat eine Versammlung leiten sollen. Mein Trost, wie du das eine Affäre gewesen. Was hat der Mensch zusammengestackelt auf einen Kabis verzappt? Kein Bein ist drüber gekommen, es hat ihn wahrhaftig angeschämt. Oh, ob ein grosser Redner wird er nie gewesen, aber er muss eine Kennung und gerade ein Mann. Also, wegen der Kenntnisse, da möchte ich mir doch erlauben, ein Fragezeichen dahinter zu setzen. Und darum hat es schon dann zumal geheissen, wenn es ihm nur in Sinn kam, abzugeben. Sonst muss man ihn halt den Verstand machen. Er nimmt sich halt der Politik zu wenig an und ist in Gottes Namen nicht auf dem Laufenden. Dafür schaut er daheim gut zur Sache. Das ist auch etwas. Ist schon recht. Aber wenn einer ein Amt will bekleiden, dann muss er die Augen spritzen sein. Ganz. Und vor allem ein grosser Rat. Er sollte das Wort haben. Ganz wie wenig. Wir sollten auf ihn gehen können. Und weisst, Vetter, jetzt behaupten sie immer, ich wäre derjenige welcher und ich sollte mich unbedingt portieren. Ich hätte die nötigen Gaben und mir können es nicht fehlen. Etwas, Agus. Ich habe mir jetzt lange überlegt. Es gibt natürlich viel Umtrieben und erfordert bedeutende Opferzeit und Geld. Aber schließlich habe ich mir gesagt, es ist die Pflicht für das Volk und für das Vaterland etwas zu tun. Man darf sich leicht nicht unter den Scheffel stellen. Mit den leitenden Persönlichkeiten bin ich wie fünf Finger in der Hand. An ein schneidungsöffentliches Auftreten bin ich schon vom Militärdienst her gewandert. Und dass ich nicht reden könnte, wird wohl niemand behaupten wollen. Ja, ja, und das ist wichtig. Und die wäre es eine Ehre für die ganze Familie. Kilchmeier ist auch ein schönes Amt. Ja, nicht zu verachten. Aber Ratsherr, haben wir noch keinen in der Familie? Mitglied von der obersten legislativen Behörde vom Kanton. Das wird etwas heissen. Und wer weiß, was noch werden kann, wir haben recht schon etwas geben. Ja, es ist viel möglich auf der Welt. Wir reden neben etwa mickerigen Zeug nur in unserer Verwandtschaft. Ja, ja, das haben wir. Da hast du vollkommen recht. Mickerigen Zeug. Bitte, ich denke, das interessiert dich sicher auch zu hören von der grossen Ehre, die unsere Verwandtschaft bevorsteht. Ja, da kann ich jetzt auch hören müssen. Wir zwei. Die Spitze von unserer weit verzweigten Verwandtschaft repräsentieren. Wir sollten die halt zusammen haben und einander unterstützen, dass unser Geschlecht auf die Höhe käme. Der eine hat Reichtum, der andere Intelligenz. Und wenn man doch etwas zusammen hat, Vetter, dann könnte man doch noch. Ich habe einen Kaubus für das Mädchenbeeren. Woher? Sie kommen vom Grauach. Ja, so, Grauachbüre. Das kann heute aber wieder einer nicht aufhören, gut gehen. Sie wird euch etwas Fleisch gereicht haben. Wenn sie so reinkommen. Ja. In dem Fall will ich aber verschwinden mit der. Also, Vetter, leb wohl. Und bleib mir immer hübsch gesund. Danke, Hegisch. Adieu wohl. Adieu, Vetter. Was Wüstenzeug. Da sollte man wegen ein bisschen zu fest drauf tun, sonst ist mal ein Schirm ausgehalten. Wo der durchgeht, böckelt. Nicht, dass ich etwas schmeckte, aber ich habe auch nicht die feinste Nase. Grüß dich wohl, Vetter. Grüß dich, Basel. Alle, Elisabeth, komm, gib doch am Vetter die Hand. Grüß dich, Vetter. Und tausend wird es auf das Mädchen zweckeln. Ja, gell, drum. Ich wäre jetzt fertig mit Samstag. Ist es nötig, dass ich noch mal weg bin, oder kann ich etwa noch etwas flach? So gang du nur noch. Ich kann dir selber auch etwas reichen. Ja, wegen uns schweisst denn nicht etwas für. Wir haben wegen nichts nötig. Sonst Geld, Elisabeth. Hey, was sind ich schon, Mutter? Wir haben ja noch gehabt, wir gegangen sind. So ist es. Wir haben bei Leib und Sterben nicht jemanden dürfen. Glaubt das ja auch nicht, Vetter. Wir wollten nur kurz schauen, wie der Vetter zu weg ist. Weder hier braucht man ja nicht lang zu fragen. Er sieht ja noch drei, wenn er 40 wäre. Täucht es dich nicht auch, Elisabeth? Mal, es täuscht mich gewöhnt auch. Vetter, du gäbst mir tausendlich noch der gefreuten Hochzeiter, wenn der Menge 20-Jährige. Du musst sagen, es wird mir irgendwie noch gerade eine Stunde los. Du bist doch gern der gleiche Spass, Vogelvetter. Wenn du hier kannst, richtig selbst, meinst du nicht auch Elisabeth? Aue, der Vetter hat schöne Sachen. Und einen sättigen schönen Hof. Und ein sättiges schönes Haus.
Und eine solche schöne Hostet. Ja, und der erste Garten. Sag du nichts, aber der Koche, das wäre ein glückliches Bettel, wenn du auch in einer solchen kochen könntest. Ein eigenes Feuerloch für zwei Herdöpfe zu dämpfen und einen Schürzstein und einen Blättchenboden. Da könnte man es sauber haben. Der Vetter vermasselt halt alle Kommlichkeiten einzurichten. Da will man Tag und Nacht in der Küche sein und etwas Gutes bröseln. Ja, wenn man dann essen möchte. Oh, wenn Elisabeth kocht, die der Vetter möchte, schon. Du solltest sehen, Vetter, wie das in der Küche zu kehren weiss. Da wurden die Ofentüre und wäschigen Knöpfe und das Kopf und Schirr an von Glitzern. Ich will wett, dass man vorzu strahlen kann. Ja, das würde man schon können. Und was die Elisabetheli für ein Gefälliges ist mit dem Säumeister, du glaubst es nicht, Vetter, nein, du kannst es gar nicht vorstellen. Der hat viel schönen Speck aufgeheicht, ich habe schon gesehen. Weder wie Elisabetheli die Säume unter die Finger bekommen hat, dir hätte dann auch das Brösmeli der breiten Speck und das hätte er. Der Tür wird ihm niemand Meister. Deich doch, Vetter. Was unser Säu gewogen haben. Die zwei, die wir vorhin haben, oben 8 Zentner. Und die, die wir behalten haben, 7 Zentner und 37 Pfund, haben fast nur einen bösen Herdöpfel bekommen. Schöne Gewichte in der Tat. Was will ich meinen, ja, wenn unser Ein, der noch zu Eisen muss, lernt das halt schauen. Da muss man dann machen, dass man etwas erzieht aus dem Stall. Erst wenn man dann noch Futterrüstung hat, da wäre etwas zu machen. Aber jetzt habt ihr einen Augenblick Geduld. Ich reiche ein Glas Wein. Es ist dumm, dass ich Bäbeli geschickt hätte. Wenn es da wäre, müsste ich es einen Kaffee machen. Aber der Flachs pressiert auch da. Oh, Vetter, das ist doch nicht nötig. Wie auch nicht. Wir können es doch ohne das. Wir sind nicht erst wegen gekommen. Das wäre ja auch verschandt. Nein, ich wüsste es auch so. Lange Dacher, kann ich selbst etwas geben. Putzt mir dir nicht noch eine Nase mit der Scheibe? Hey, du machst es mal auch so. Aber nicht vor dem Vetter. Gut, Titi, du. Und red auch, wie die beschult habe. Du kannst sagen, du redest ja gerne. Was soll ich denn noch sagen? Rühmen musst du die Wert machen, im Tang unter die Füße legen und Vetterle. Dann komm, es geratet. Ich habe ihn angewendet und es dreht eigentlich gleich nichts ab. Es macht ihm aber einmal so kurios um die Augen und um die Mauer herum. Aber da musst du nicht achten. Es nennt doch der Teufel, wenn wir den nicht über Ort bringen. Elisabetheli, schau, hilf doch dem Vetter. Er kann ja nicht alles nehmen. Ja, du könntest noch das Brot oder Käse reichen. Es ist auf dem Kochenschaft. Auf dem Kochenschaft? Auf dem Kochenschaft, ja. Das ist mir jetzt gewiss wegen wieder. Ich hab doch nicht alles gehen. Das räumt mir immer nichts. Ja, das glaube ich gern, Vetter. Ein Guter bist auch gern gewesen. Und Elisabetheli wäre es zu gönnen, sie bekäme auch wenigstens ein Glas voll. Es hat einen Wagen nötig, es wäre vielleicht auch ein bisschen minder Bleichs. Dann machen wir Gesundheit. Gesundheit, Vetter. Gesundheit, Vetter. Gell, Elisabetheli, der Vetter hat gutes Brot. Gell, wenn du gegenseitig hättest. Aua. Die roten Backen kommen dir auch noch. Oh, Vetter, wenn Elisabetheli auch an einem Ort sein könnte, wo ein Schnäffeli Fleisch und ein Schlückchen Wein überkäme, wäre das ein Glück für uns. Und versorgt wäre jeder die Leute mit Kämen so. Das geht dem morgen noch eins aus den Federn und geht nicht alles um in den Sommer. Das ganze Jahr kommt die Schiene von daheim fort. Das tut mir, wir können junge Menschen auch nicht gerne angefangen haben. Selbst schon nicht. Wenn er weiss, die Freude daheim hat, kann man im Sommer nicht wehren. Elisabetheli ist halt so. Oh, Vetter, bei dem ist schön, krank zu sein. Das kann ihm flattieren, du glaubst es nicht. Wir wollen gewöhnt, das ganze Jahr krank sein. Aber was ich noch fragen wollte, wo ist jetzt auch der Hubach-Bäuerin in die Marie gekommen? Hat letzte Woche geheißen, sie sei nicht mehr bei dir. Ist das für das Gerechte? Oder haben die Leute noch mal sonst gestürmt? Das stimmt. Marie ist fort. Sie ist jetzt Weltschen hinterher und geht Sprache lernen. Was sie dann später etwa noch im Sinn hat, kann ich nicht sagen. So. Mädchen von der Carmenger-Gattung durchkommen. Ja, mit denen. Wenn der Elisabetheli wäre, dann nicht so. Ey, es könnte doch jetzt die Haushaltung machen.
Wir, die die richtige lange Zeit zu verwerken haben, es ist uns ja das Liebste, was wir haben auf der Welt haben. Wenn er auf uns kommt, das nicht auf Rat, wenn wir um einen Vetter dienen können. Was meinst du, Lisabeth? Ich möchte bleiben. Ich will wohl bleiben und möchte mir Mühe geben, so hart, dass ich nur könnte. So könntest du doch gleich hier bleiben. Die Kleider könnte man dir mal anbringen. Übrigens wird der Vater für Augen machen, wenn ich alleine heimkomme. Weder in Gottes Namen wird sie auch müssen die schicken, wenn er sieht, dass es nicht anders zu machen ist. Und blärmer den auch nicht, Lisabeth. Vater wird schon zu dir schauen. Und wird dir dann daran denken, was du seinetwegen Vater und Mutter verloren hast. Grossen, mächtigen Dank, passen, dass du so viel gut mit mir meinen tust. So viel für mich tun möchte, aber ich darf das wegen nicht zumuten. Nein, Elisabeth, ich sollte nicht müssen mangeln. Ich möchte dir eins hernehmen, was könnt ihr setzen. Und dazu, ich habe Leute mehr wieder nur tun. Aber wenn doch Mara fort ist. Ja, für Maria ist längst noch jemand anderer eingestanden. Marianne im Kühlstück, so, das kann jetzt nicht schon wieder heissen gehen, begreifst du? Bäbeli auch nicht, so mit aus dem Jungen. Ja, warum? Für das war es langweilig gewesen. Und drei Weibervölker in einer Küche drin. Da kann ich doch passen, wie das Wort aufreden geht. Oh, wegen des. Den Verdruss wird Elisabeth nicht anmachen. Oh, Vetter, ich will mich schon schauen, drin zu schicken. Ja, das täuscht mich auch, das sollte gleich zu machen sein. Wir meinen ja nicht, dass Babin von heute auf morgen müsstest fortjagen. Wenn das Wort sie dann schon etwas draussen angegeben dazu. Verdient hat es schon lange. Die Leute reden ja von allem Hunger, wie das die Jünger gehen und es nichts Nutziges drücht. Väter, ich sage dir, von diesem Mädchen werden Sachen berichtet. Ich darf es gar nicht nachsagen. Ganz sonntige Käse mit dem Benz in den Wirtshäusern rumeinander. Tue ich, dass man sie schämen muss. Mit der könnt ihr schon mal selbst abfahren. Schau, was die Leute reden, manchmal, weil der Tag länger ist. Und dass Bäbel jetzt dann Sonntag ist, da dran bin ich selber schuld. Ich habe ihm es nämlich angegeben. Ja, wenn ja weiter nichts gesagt haben, wenn Elisabeth in diesem Babi-Unger durch sollte, dann würde das schon dauern. Es ist doch eine Bauerntochter. Das, was wir hergelöffnen Geschöpfchen müssen, der Kratzer zu tragen, selbst hätte ich keinem Hund gönnen. Und präzise wegen dem ist das nichts für Elisabeth. Aber vorläufig nicht. Sollte es der Fall sein, dass es nötig hat und gebe ich Platz wäre, könnte ihm gerne Bescheid machen. Und ich wäre so viel gerne da geblieben. Der Vetter hat nichts gebraucht, wenn er dies nicht zu befehlen sein soll, wenn wir folgen. Ich hätte nicht schon die Hühner reintun. Und ein Baby hätte ich dann auf die Finger schauen. Der Vetter hätte nicht mehr Angst haben, als wäre ihm etwas verliederliegt oder verumtreut. Dauert es dir denn gar nicht, wenn ich das Armkind oder so etwas Schröckchen anhabe? Ich kann nicht helfen. Es soll sein, wie wenn wir stehen hätten. Vetter... Ich will hier nicht mehr drüber reden. Ich will Elisabeth lieber sonst ein Zeichen tun. Es ist ja schön, dass es Liebe hat zu mir, aber was nicht geht, geht nicht. Los, ich habe eine Täubi. Aber warte nur den Donnersknöppler. Das Baby muss mir aus dem Haus. Wenn ich dann noch schaue, ob ich das nicht in Stange bringe. Schau, da hast du etwas. Kauf dir dafür, was dich freut. Ich will es nicht, nein, ich will es nicht, wenn man dem Vetter doch nichts tun kann. Schneid dir dann das. Nimm es jetzt, wenn du es doch geben will. Ja, ich habe dir nicht eine halbe Stunde suchen. So nimm so Dank. Gefreut hat es endlich mehr, wenn mein Vetter etwas hat können tun. Aber andere Leute sind ihm scheint lieber. Schau, Basse, wir sollten so mit dem Gutmeinen nicht übertreiben. Aber dreichet, ihr habt ja noch unversucht. Nein, wir wollen es lieber aufbrechen und so sind wir dem Vetter nicht mehr weg. Pressiere doch nicht, das gibt es noch gern. Mal, wir wollen es machen und gehen. Wir wissen jetzt, wie es der Vetter gesinnt ist. Schuldigen Dank, dass er alles zusammen. Lüts Dank, adieu, Basse. Adieu, Elisabeth. Der Vater lässt ihn freundlich grüßen. Ich will es verrichten. Adieu, Vetter. Die haben jetzt angesetzt. Donnerli auf einen anderen. Du, wenn jetzt noch ein bisschen die Westermatte ging. Was, achte! Jetzt hast du Zeit gehabt. Gerade habe ich fort wollen. Ja, was meint ihr? Nicht mehr daheim. Dann aber Vetter. Ist mir zu weg. Was geht? Ja, ich mache nicht lange. Ich will nur geschwind etwas abgeben. Ich war hier im Oberland um Vieh aus und habe guten Käse aufgegabelt. Ich sage dir, gar keinen guten. Mild und zart wie ein
Wie ein 16-jähriges Mädchen teich, wenn ich hoppla, so einen Krötel nimmst du jetzt mit, hast du etwas für einen Vetter Kilchmeier, dann kann er ihn weissen. Du bist doch gern der Beste, so einen alten Vetter zu teichen und dazu noch im Oberlang oben. Auch nur ab meiner Wässermatte laufen wir nicht davon. Ja, du hast immer wohl Wässer. Papperla, was ich nicht mache, macht den anderen. Es wäre nicht witzig für ein altes Mann, zu meinen, es kann nicht ohne ihn. Wenn man auch nicht den Tod muss erwarten, sorgt man dafür, dass ihm jemand ersetzen kann. Das Wässer lernt man nicht in einem Tag. Wenn man schon auf vier Matten kann, muss man es auf einen anderen wieder frisch lernen. Ja, hast du jemanden, der ihm das anvertrauen kann? Oh, Benz kommt jemand mit mir, wenn er Zeit hat. Das wäre unser Melcher. Noch ein junges Bürstchen, aber ein gutes, fleissiges. Wird noch gerade einmal der Begriff von der Sache. Ich bin ihm der Götti und sollte ihm der Vetter sein, wenn er... So. Eins weiss ich nicht einmal bestimmt. Unsere Verwandtschaft ist gar gross. Eben, gell. Und schlüpfen alle Jahr frische Baseli und Vetter zum Boden suchen, wie Schützlinge unter einem Pfümlibum. So, so, der Dings, der Benz lehrt das Wässer dabei. Der Menge gäbe viel, wenn er das könnte. Das ist kein besonderer Schlecker, ich will weiter nichts sagen. Na, sag's recht. Aber jetzt wollen wir ein Glas Wein zusammen trinken, weil er gerade hier steht. Hey, wie Mensch. So ein Schnabel von Wein kommt mir noch gerade nicht unkommode. Die reichen nicht mehr so ungern wie früher. Du wirst gern streng im Handel sein. Wie länger sie ärgern, ich weiss gar nicht, warum die Leute meinen, sie können nur mit mir handeln. Andere können doch auch etwas auf, verstehen etwas auf. Ich selber bin manchmal nur angeschmiert worden. Das wird auch ein Fund gut zu machen sein. Oh, Herr jeder Feehandel ist eine geschlieferige Handel. Da kannst du eins, zwei Schuhe rausnehmen. Oh, sein Lehrgeld muss etwa niederzahlen, ja. Das ist. Aber wenn einer die Erfahrung hat, die ich soll, doch nicht jeder einmal schmecken, aber komm, mach Gesundheit. Und wenn man der Wetter einen Auftrag hat, so wird er versorgen, wie er noch niemand versorgt hat. Viele Abstellungen lassen sich fast drinnen erworken, aber für den Vetter Kilchmeier, hoppla. Aber wer den anderen Sorte hat, auf Fuss zog die auch umfahren. Jetzt wollen wir zuerst einfach noch einen Schluck nehmen. Wie der Mensch aber sorgen will, dass du etwas Rares überkommst. Ja, ich bin bekannt bis zum Oberland durch. Ja, ungefähr war ungefähr. Und die Händler sagen, gehen sie an dich mit niemandem lieber, wenn er mit mir. Heute, wo wir die Ware abnehmen, wäre jeder Grund, also schaukelt sie mir nicht gegen auf die Türschwelle oder so. Das wird so sein. Das wird man dir müssen glauben. In meinem Stall ist es so ein Eingericht. Das schadet vielleicht auch nicht, wenn man etwas dort ändert, aber nicht, dass es müsste sein. Und wenn sie dir schon diesen Weg gehen, wird ich dir nicht noch einen Stein auf die Bordi legen. Nur nicht, Borger. Du, wie gesagt, die kann man nicht in die gleiche Weite nehmen wie dieser. Ich hätte noch viel drauf, wenn der Auftrag könnte ausrichten könnte, wegen dem Drustum. Wir haben höchste Zeit, ich habe vorhin beim Führer schnell in den Stall geguckt. Nicht für ungut, aber es ging das, was uns Händler am meisten Wunder nimmt. Puh, was für Rostig. Komm, ein Auto, ein Freund, die Tür aus dem Stall zu haben. Was du jetzt sagst? Los, ich muss dir sagen, gang's wohl oder wo. Für einen solchen berühmten Hof sieht das windig aus, windig, sage ich. Hey, der Wahn im Niedelboden, was so viele Sachen gibt, wo man das Geld nur mit der Tänzschule aufmachen kann. So viel schlecht versorgt die Wahn. Du könntest einen Bauer klüpfen. Wo fehlt es dir raus? Wo fehlt es? Der Haar, an allen Orten. Gut, die tut noch nichts. Die Tutter verwahrlosen, die Haare zwischen den Hörnern, und es könnte zöpfen, wenn der nicht hüpfen lässt. Alles im Dreck, so weit man sieht. Ich bin halt auf ein Auto, ein kurzes Gesicht. Ich sehe es nicht so gut. Los, verstehe mich recht, Vetter. Nicht du bist die Schuld dran. Der ist die Schuld dran, der sich die Melken auf Fuhren läuft. Es wäre so noch ein Stück drunter, wenn er mehr rot da ist, aber... Ein Gaugelstück wird es nicht Zeit nehmen, zu fuhren und zu putzen. Meinen Sie, sie sollten gleich ein halbes Klo auf der Fresse unterricht. Er wird etwa andere Sachen im Gring haben, die ihm wichtiger sind, wenn er Mist noch abschauen. Habe ich etwa einen Weiberbauch nachfahren oder so rumläutschen bis nach dem halben 13? Ich könnte noch nicht einmal klagen. Das wäre mir gar nicht aufgefallen. Schau, mich sieht doch schon Misthaufen an. In einem solchen Festgang sollte doch das ein Misthaufen geben, zwei Stockwerke und beschütte die ganze See. Aber ich glaube, kein Mensch, der einem so einen miserablen Kerl schon nur in einem Jahr Schaden hat. Wenn er nicht besser zum Herrn schaut, oder zur Ware, bist du ein armer Vetter. Und nur mal, musst du nicht sagen, sonst bringt dich dann über nichts Gäbchen in den Kühlhof.
Das ist mir jetzt aber auch. So viel Leid habe ich nicht gemeint, dass es aussieht. Ich habe gemeint, dass wenn wir mit den Leuten recht sind, so meinen sie es auch gut mit ihm. Aber ist es so der Brauch gewesen? Ja, auch, aber hören wir hier nicht. Es läuft gar viel Lumpen in der Welt, so man will ihm nicht trauen kann, wenn sie schon Väter zu ihm sagen. Eins könnte jetzt noch sein. Und die gehen mit Körbchen und Säckchen dazu, da kommen sie wieder noch die Ärzte. Du könntest noch etwas recht haben. Es ist immer gut, dass man das sagt, Väter. Ich kenne halt die Leute nur draussen, warum kommen gar wenig in der Welt rum. Ja, ja, aber andere gibt es richtig an, die nicht den Weg sind. Ich weiss offen, richtig, weil Lügen, was zum Gurgu ankommt, Zaufen, was zum Gurgu ankommt. Und die dreckige Seele steigt beständig zum Haus. Aber zu denen gehörst du etwa, weiss Gott nicht, Väter. Sonst hätte ich dir lieber nichts gesagt. Wie war mit der Liebe? Heftige, schlechte Donner, ich will nicht sagen, dass ich keine Wähler habe, aber wegen der Religion da kann man niemand nichts für haben. Botz, verfluchte Kebel. Und das Vaterland ist gegen die Hauptsache. Und das Volk kommt drauf. Botz, Himmelsakrament am Anger. Aber für noch einmal auf die Ware zurückzukommen, die zwei Vorderisten, die solltest du abstoßen. Ich glaube noch, um die wäre es am wenigsten schad. Gute oder ein Bärmetzger zu haben, dass du damit wegkommst. Ja, und für einen Ersatz? Die nächste Woche gehe ich auf Erlenbach, da kaufe ich zwei Staatsrinder für, die wird noch nie im Stall gehabt. Und im Preis, wie hast du gesehen? Würde mich freuen. Aber eins möchte ich mir davor haben. Ein anderer Melcher sollte ich dazu tun. Dem Götzi, der jetzt sagt, die solche Pracht zwar ungern unter die Finger. Vier Wochen danach wäre ich schon vom Fleisch gehalten und zahlt minder wert. Das wäre doch ja verflucht. Ja, mit dem Fortschicken alleine wäre es der nicht gemacht. Wo denn gerade ein Hunger herne? Ich weiss dir schon einen. So einer kommt Land auf, Land ab, kennenführen. Den schicken wir schon die nächsten Tage. Um ein Hübscheli. Eins ging wieder wohlgeleitig. Der Weg der Schiesse war nie mehr Fall gewesen. Es wird uns etwa einen Anlass geben, den ich mit Benzen abrechnen kann, wo er dann bekommt, was er hat verdient. Ja, ich dachte, er verdient. So mir nichts, dir nichts mit aus dem Jahr aus den Knechten fortjagen, ist nicht mein Geschäft. Lieber Schaden haben, wenn er den Leuten in die Mühle kommt oder guten Namen verliert. Ja, wegen dem guten Namen. Nur Schelmen haben so etwas nicht zu scheuchen und ja. Machen sie aus allem nichts. Mir kann das gleich sein, du hast es alle. Also, soll ich zwei bringen? Mira, aber der ganz schöne. Was willst du für Geld? Du hast 300 Gulden. Das ist durchaus nicht nötig, dass du mir Geld vorschießt. Ich zwar nicht, dass ich den Augenblick breiter wäre, ich habe Häufe ausstehend, aber behüte sie. Ich habe Kredit, mehr als über 100 Kühe. Auf das kann man sie nicht verlassen. Sie handeln viel ringer, wenn man bar zahlen kann. Wenn du es einmal haben willst, ist mir schon recht. Du. Wenn du gut versehen bist, Vetter, nimm mir nicht. Schon noch etwas mehr. Es läuft ihm noch manchmal den Schick an, wenn das Geld in die Tasche hat. Ja, wie viel sollte es denn sein? Wenn du es einmal zwängen willst, sagen wir, sagen wir 600 Gulden. Mit der Gegenwärtig auch hier ein auf der Tröcher. Aber auch du bist, was es macht. Ich meine, Gänge haben Geld zu haben. Wenn mir jemand schuldig ist, zahlen sie mir nicht. Oder er muss das Letzte, soll Gänge nur warten. Darum hätte ich es gerne rechtzeitig um. Ja, da kannst du drauf zählen, wie auf Gottes Wort. Nein, nicht, Vetter. Ich will das nicht zusammen auf die Zunge nehmen. Ich höre solches nicht gerne. Tu mir doch jetzt nicht ein niederes Wörtchen aufs Goldwögel legen, Vetter. Ich bin Gottlob, ein frommer Christ und keiner von den Neumodischen. Aber jetzt noch eins wegen der Farbe. Nicht wie ist sie, diese Gänge dreckig. Daneben ist es mir gleich, wenn sie dann nur gut sind. Das wäre auch bei den Leuten die Hauptsache. Ja, dann kann man sie dann noch richten, aber jetzt wollte er nicht mehr länger Zeit abstellen und machen und gehen. So, Adi. Peter. Adi, wohl. Wieder einen gefährdet. Wenn man echt noch mehr, dann soll es doch der Kükkel picken. Nein, es wird Bäbeli sein. Du, Bäbeli. Brumm da ab. Es wird jetzt wohl Frieden sein. Was ist denn mit dir? Hast du Zahnweh?
Wo fehlt's dir, Red? Kannst nicht führen mit der Sprache. Hat dir jemand etwas da? Was hast du denn zu blären? Ich will fort. Nach hinten. So, bist du mir verstanden oder was soll jetzt das heissen? Das willst du mal wissen. Wenn ich's wüsste, fragt ihr dich nicht. Ich will nicht wissen, was dir unter einmal in den Kopf geschossen ist. So, red jetzt. Du musst dir nachher in die Küche. Für was? Ich kann ja doch nichts recht machen. Darum will ich lieber gehen, bevor du mich fortjagst. Wer hat denn davon fortjagen, du dummes Mädchen? Wer hat er gesagt, ihr seid nicht zufrieden mit dir? Mädchen? Hier hat jemand aufgereiset. Wer war es? Für eine Mittagkarte. Es hat mich niemand aufgereiset. Aber wenn man sie darauf verlassen hat, mein eigener Mensch auf der Welt, was noch gut mit dem meint. Und dann muss er erfahren, dass er auch ein Falscher ist, der ihm hinter dem Rücken durch schlecht macht. Das muss ihm das Herz abdrücken. Jetzt habe ich niemanden mehr. Auf der ganzen Welt. Mädchen, bist du verrückt? Wer hat Ihnen ein solches Zeug hineingewerfen, die Auskunft? Hey, soll denn das jemand nicht wüst und falsch sein, wenn man ihm Geld gibt und sagt, musst jetzt auch einmal eine Freude haben, kannst jetzt auch einmal tanzen. Und hinten nachher muss man vernehmen, dass es nur ein Fallen war. Für ihn kommen dann nachher zu reden, wir sind ein gehörtere Mädchen und wie ein Liederliches Trüchel, das die Sache hier einmal hat, schon heute auf den Tanzbett rumfahren, Mannenvolk noch. Und ich hatte dann eine solche Freude gehabt. Nicht wegen dem Tanzen. Aber weil ich gemeint habe, der Götti sei einmal recht zufrieden mit mir und möchte mir eine Freude gönnen. So, jetzt kommen wir der Geschichte auf die Spur. Da steckt der wieder eine graue Büre dahinter, die Millionenhexe. Was hat sie denn angegeben, nicht? Ja, ich darf das nicht sagen, sie hat mir es verboten. Weil es gelogen ist. Was ist jetzt für mit der Sprache? Sie ist zum Flachs rausgekommen. Du hättest schon herbeschicken. Sie hat mir Gold Elisabethel in Zöllen da lassen. Du hättest Balgen über mich. Ich sei ein Bubenmädchen. Und fahre nichts hinter einem Mannenvolk und den Lustbarkeiten noch. Und es geht nicht mehr lang, du jagst mich fort. Und du weißt doch wohl, Götti, wer mich geschickt hat. Auch solches tut weh. So, da haben wir es endlich. Ich habe es doch gedacht, die alte Chiere steckt dahinter. Die Millionenhexe muss doch ihre Finger in allem innen haben. Dass die ich dir nicht vergeben, es läuft immer eine Schnecke über den Blutdeck, wenn man sie gehört hat. Aber warte sie noch. Wir sind noch nicht fertig zusammen. Und da meinte ich, schäm dich bis ins blutige Herz. Solltest du mich doch vielleicht kennen, so viele Jahre, wie wir jetzt schon bei anderen sind. Aber nein, da muss nur so eine Gelecktasche kommen, Goschen auftun und dann glaubst du ihr ein Wort und mir traust alles Elends zu. Sie hat darum den gleichen Ton wie ich, Sir Bahn. Ja, wie ich auch, flotzig, solltest du es. Und du bist dumm genug, glaubst du ihr, statt zu überlegen und nachher zu teichen. Bleib als Tröpfchen. Kennst du die Leute und die Welt noch nicht besser? Es ist über mich gekommen, ich weiss nicht wie. Los! Ich will dir jetzt sagen, wie es ist. Weißt du, was graue Büri im Niedlboden wollen hat? Mir Elisabethelin aufsalzen, für Hauseltern. Gerade die Olo hat sie es wollen. Und die haben sie verlästert in Grund und Boden runter. Herr Rieses Götti, gibt das so viele falsche Leute auf der Welt? Oh, wer gibt es. Darum lässt er das eine Warnung sein. Du bist kein schlechtes Mädchen, im Gegenteil. Aber noch grausames, leichtgläubiges, unerfahrenes. Das tue ich mir, du hättest mich besser sollen kennen. Es ist mir leid, Götti. Ein anderes Mal weiss ich es dir. Hoffentlich. Und in Zukunft bist du offen dagegen mir. Ich sage dir schon, wenn mir etwas nicht recht ist. Zöhn, wir sind mir doch recht, Götti. Ach, hier ist das Wort, und halt endlich jetzt muss ich nicht mehr Mit wem hast du Kritz? Hey, mit wem? Mit dem, der da war, mit dem Braschauere. Und jetzt möchte ich wissen, woran ich bin. Der ist mir den Stall ausmachen und mich auspötzeln. Wenn ich nicht gewusst hätte, dass er ein Verwandter wäre, mit dem wäre ich schon graben nachher. Ich hätte ihm dieses Schlug in den Mund schon töffeln. Und jetzt ist er ein Gescheitstein, ich packe meine Kleider zusammen und gehe ein Haus weiter. So, das kannst du, wenn es dich freut. Hingegen möchte ich mich noch besinnen. Hey, wie doch alles Anwängen nichts abdreht und man gleich in keine Schuhe gut ist. Wenn man es noch selber gesagt hätte, ist aber, dass man dann noch einen Freunden muss dingen, für einen Kappen zu schrotten. Du bist ein dummer Nessu. Weißt du wirklich, wenn eine Bürstelle wie du dürfte, dann die Häuser nicht selber abmachen? Warum ist denn der so komplaraken? Wenn wir nicht mal wieder geheissen haben. Wenn ich da etwas wieder die Hand und Schutz gebe, dann nicht um die Hausecke rum. Für das bin ich dann noch gegen selber Manns genug, brauche kein Dolmetsch. Geh du, was du bist. Bin ich zufrieden, so bin ich zufrieden. Und bin ich nicht zufrieden, dann vernimmst du es dir frisch ab der Röhre. Aber weil du ihm darum Geld gegeben hast, für Kühe zu kaufen. Warum ich das gemacht habe, ist meine Sache. Darüber bin ich dir eigentlich keine Rechenschaft schuldig. Ich meine es auch nicht so. Er hat darum mit Grosshans hier dran können sehen, ob er bei dir wohl ansieht oder nicht. Er hat hier die Aufsicht über den Stall. So?
hat er gesagt. Hallo? So merkt noch jetzt das. Der hat auf niemand anders hören, als auf mich. Das gilt auch dir, Bäbeli. Ihr seid beide im gleichen Spital krank. Schaut nicht links und schaut nicht rechts und macht eure Sachen und das Weiter überlässt mir. Wenn ich schon nicht reinschiesse wie eine Moni nach Rieshaufen, so bin ich doch gleich gegen Herr und Meister in meinem Haus. Und ihr das bleiben bis hinten raus. Und wegen den Verwandten hat noch in Acht, was ihr sagt, nicht, dass ihr in ein Gestör wiederkommt. Und wenn sie noch aufreisen wollen, so wisst ihr, wo ich bin und wie ich es meine. Es ist mir so zuwider. Ja, ich hatte doch. Könnt ihr jetzt machen? Ihr wisst eben manchmal schon noch nicht, wo die Katze im Heu liegt. Die Leute haben es da drüben alle gleich. Etwas Schlechtes glauben sie viel ändern, wieder etwas Gutes. Aus sieben Loginen gehen die Leitungen rein, wieder eine einzige Wahrheit. Du hast also einen schönen Sommer gehabt. Bricht mir nur ein bisschen, hör gern. Es hat mich gar angeheimelt, wenn ich ins Bergli gekommen bin. Es ist eine gesunde Luft dort oben. Ja, ein bisschen stotzig ist es. Aber wenn man von kleinen Auftrag gewarnt ist, geht es einmal ringer. Und wir kommen nicht mehr vor. Das Herdli bessert sich von Jahr zu Jahr und gewachsen ist viel der Sommer, da können wir nicht klagen. Das Heu haben wir gut hingebracht, ganz wenig prägnet es. Richtig rühren muss man sie alle und das Schwitzen gibt es so, wenn man alles eintragen muss. Du hast ja noch keine Bönisbrücke. Es hat noch nicht mögen gekriegt, wenn ich es einmal vermag, muss es dann sein. Mit der First wollte ich auch etwas vernachen fahren. Es geht dann gerade im Gleichen zu. Wir haben halt auch nichts für einen Platz. Es hat dann viel gearbeitet gegeben. Ja, was soll ich sagen? Gearbeitet hat es manchmal besser. Der Schnee ist ein bisschen zu lang gelegen und der Sommer zu dünn geworden. Aber ich glaube, der Garben nachkornet uns dann noch gut. Und Herr Töpfel haben wir dann gerade viel. Da können wir im Winter warten. Und mit dem Obst, wie seid ihr bestellt? Birnen hätten wir noch, hingegen mit Äpfeln sind wir nicht breit. Die jungen Bäume, die ich gesetzt habe, sind noch nicht nach, und mit den alten Straffeln ist es für. Wenn man noch meint, es hängt ihr Ordli da oben, es sackt nicht und korbet nicht. Mo, so sollen sie dir mal herzhaft kommen mit dem Karren und Säck mitbringen. So viel, dass sie ziehen wollen, wollen wir ihnen dann schon auflegen. Ja, vielleicht berichten sie dann auch, dass wir schon Brettzweit mit dem Ross führen können. Manchmal könnte man schon Eisen mangeln. Ja, wir können dann schauen. Und sollte man unterweil etwas zustossen, dann weisst du jetzt, Benz. Ja, ich vergiss es nicht. Hey, nun, ich sage, vergelt's Gott 1000 Mal. Ich möchte ja gerne etwas tun dafür, wenn ich könnte. Und dann das schöne Wabenhunk, das du mir gebracht hast. Ja. Sagen wir dann der Frau, wie sie es mich gefreut hat. Will euch auch danken. Von dem wollen wir nicht mehr reden. Aber jetzt sollte ich wieder gegen Heim zu. Ich muss mich unterwegs noch verweilen und das Melken will ich nicht versäumen. Oh, es macht schon noch gegeben. Ha, Schemu, gäng noch einen Platz. Götti, es wäre noch ein bisschen guter, feissen Käse abgehauen. Ah, du tätest dem Peter gerne ein Körbli. Mach's noch mal. Und etwa ein paar schöne Küchli-Öpfel. Habe ich schon Brito. So, behüte Gott, Vetter. Wenn es dir nur mal bessere will, möchtest du so Grüsli wohl gönnen. Der liebe Gott soll dir vergelten, was du Gutes da hast. Ich danke dir auch. Es hat mich recht gefreut, dass du gekommen bist. Ich hatte kurze Zeit. Bleib gern gesund und zufrieden. Und grüße mir die Frau. Du bist eine rechte Frau. Danke, Götti.
Und mir sorgt noch nicht. Ich war lang gesund, hatte es schöner als der Menge. Jetzt muss man es nehmen, wie es kommt. Und sollte jemand dahinter bleiben, deswegen dreht sich die Welt auf den Gleichweg um. Hüte Gott und deiner Leute auch. Es ist mir immer Trost, dass zu dir geschaut wird. Adieu, Benz. Adieu. Tut ihm noch, was ihr könnt. Der will jetzt gehen. Wenn es mich weiter nicht daheim nötig hätte, wäre ich noch gerne in Schlungacher hingetrappt, wo wir morgen säen. Ich glaube, es rendiert eine Tonne. Wir sollten dann morgen gerade Werkzeug mit uns nehmen, um nur zu machen. Das kannst du. Man facht nicht schon heute dran fusten. Und dann könntest du noch gerade in die Tankamatte über zum Gericht zu essen. Er soll doch noch oben kommen, wenn er könnt. Ich wette etwas mit ihm. Gut. Möchtest du etwa ein bisschen Tee? Ich bin nicht Mögelige. Oder soll ich etwas vorlesen? Du hättest kürzere Zeit und es wäre jetzt ein schöner Stil. Ja, wenn du magst. Hören tue ich gern. Was könnt ihr? Lies mir, der 121. Psalm. Der hat mir gern gesungen, bar gefallen. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, von welchen mir Hilfe kommt. Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen. Und der dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israels schläft noch, schlummert nicht. Der Herr behütet dich. Der Herr ist dein Schatten. Oh, komm, schau. Ich werde heute aber noch etwas erleben. Grüß dich. Hey, mein Kraft. Was habe ich jetzt mit dem Schleip an dieser Rüstung? Hätte ich doch um ein Fuhrwerk genommen, ganz von unten gefallen. Hey, dann möchte ich anfangen abstellen und schauen zu hocken. Hey, mein Gott, oh Vater, wie hättest du geleidet und geschlechtet? Vetter, Vetter, wenn ich das hätte, soll es innen, dass du so wegkämmest, die hätte auch einmal eine aus dem Haus genommen. Aber diesen Haustag habe ich gemeint, du seist noch alle Kirche und du bist noch lange nicht sterben. Und Marie geht noch wohl der Wille in die Welt, die Sprache zu lernen. Und jetzt geht das so viel geleitet zu Boden mit dir. Und du hast es so viel bitter und nötig, dass man zu dir schaut. Das wird schon zu mir geschaut, passen. Hättest du so viel geschittert? Mein Trost und Kraft, wie siehst du drin? Jetzt hätte man drauf müssen zuhaben, von einem Tag hätte er in den Rang. Und du hast vielleicht nicht einmal jemanden gehabt, der gewacht und Tee abgeschüttet hat. Das ist jetzt nicht gut gegangen. Ganz nicht gut gegangen. Marevi hat er dann gewacht und hat er dann eingestossen. Hinger und vor, du wärst nie da gekommen. Solange dass ich mir selber helfen kann, tolle ich nicht, dass mir jemand wach ist. Und eingestossen braucht man niemand. Das begreife ich schon, wenn man eben niemanden hat, was einem von ihm freut. Aber mit Marevi wäre das ein himmelweiter Unterschied gewesen. Ihn hättest du dann leiden und er hätte sie dann Mühe nehmen und die Sache hat er dann angeschlagen. Du meinst ja auch gar nicht, wir mögen ihm Vetter nichts lieb tun. Es wird etwa manchmal kurios gehen, wenn er so ein ungläsüres Töpfchen ist und allem nichts nachfragt und ihm nichts weiss zu helfen. Aber da muss man nicht so vorgehen. Ich mache Marevi eins Klaps aus dem Weltschein zu kommen. So lasse ich den Vetter nicht zu Grund gehen. Ich will nicht zu fast pressieren, ich habe Leute noch im Haus. Ich habe keine
fremden Mensch brauchen. Fremden Mensch? Mareili ist eigentlich kein fremder Mensch, wenn es dir doch so viel lange die Haushaltung gemacht und du so viel grausam mit ihm bist zufrieden gewesen. Ganz gleich, das dürfte ich nicht verantworten, dass es aus dem Weltschen heimkam und Sprache nicht gelernt hat. Aber wenn ich dir wäre, ich würde jetzt doch ein bisschen abhocken. Ja, Uha, zuerst wollte ich jetzt noch auspacken. Ich habe dir hier einen Zöpfen gebracht. Nur ist sie nicht rausgekommen, wenn ich gerne wollen hätte. Zwei Mäss Korn habe ich gebracht, zwei Pfund Anke und zwei Dotzen Eier zu den Fröschen. Was meint, was denn das für eine faire, morbige, köstige Zöpfe gibt? Jetzt macht mir das schön, dass ich so sage, ein solches bleisüchtiges, lumpiges Schirbeli, dass ich mich schämen muss wie ein Hund. Sollte ich als Huhn im Schnabel vortragen und backen ist in das Gotterbahn. Aber ich habe im Krotten keine Leute dafür. Hey, ich sage dir einen Weg für Geld zu Gott. Bäbeli, geh reichen Gotter Wein und Zucker. Das ist nicht nötig. Sie sind noch nicht verrumpelt und ich bin nicht gekommen zu dorfen. Schick dir das Mädchen noch ein bisschen nebenher. Ich hätte noch etwas zu sagen unter vier Augen. Es ist wegen der Kleiderrechnung für Mareili. Du hast doch befohlen, was ich ihm machen soll. Ich grüße dich mit den anderen. Komm mir doch etwas rum rein. Ja, gar nicht. Nimm dir nur Platz. Wenn ich niemandem im Weg bin. Ah, Kevin. Wie geht's mit dir, Vetter? Das tut mir auch nie nichts weh. Abgenommen hast du, das ist wieder. Es kann dir auch wieder schauen. Hey, wir wollen es alle hoffen. Da sollte dem Vetter schon etwas anders abgewartet werden, wenn das bis jetzt geschehen ist. Der Bäbeli macht sicher, was es kann. Du bist immer von einem gesungenen Kern. Eins wohl. Meine Grossmutter ist 97 geworden und mir sagt das Arti nachher. Aber der Grossvater, wenn er recht ist, ist jung gestorben. Er ist aber eine Kirchenleiter gefallen, ja. Wenn das nicht geschehen wäre, wäre er selbst 100 geworden. Das haben alle Leute gesagt, die ihn kennt haben. In welchem Geist ist er eigentlich gefettet? Oh, er ist im 75. Altersstalber, könnte ich noch lang leben. Ja, Mui, wie nicht 100 zu werden, die lange Zeit übertreibe ich mich vorher. Das ist halt nicht bei allen Leuten gleich. Mir hat es noch auf der Welt oben. Ich habe es mit dem Sterben halt auch wie ein Frauen, die gebetet hat, der Herrgott soll es zunehmen, aber pressieren tut uns dann noch gar nichts. Ich möchte doch nicht darüber spötteln. Was hat die Flasche Wein gekrommen? Ach, hättest du doch nichts gesehen. Das werden wir auch noch nichts sagen. Danke, Annababy. Du meinst es doch gegen am besten mit mir. Dir hört nie nichts, wenn du mir etwas bringen kannst. Ich kann selbst. Ich bin sicher, du hast mir wieder vom Besten gebrungen, was er im Keller hat. So ein gutes Tröpfchen alten Wein habe ich noch am ersten. Aber tut er nicht gut, Vetter? Ich meine, so alte Leute sollten er mir. Es täuscht mich alle Junge bei mir jeder Schritt. Wem wird jetzt ein Tröpfchen alten Macon nicht gut tun? Der Vetter übertreibt es ja nicht. Wenn man nur so einen Keller nehmen kann. Was unser Ring geben kann, hat der Vetter selber und lässt man etwas backen, so schießt den, den du wegknallst, stillt den zu halben. Da könnt ihr jetzt nicht klagen. Freilich geben jede Sache dazu, dass es längt. Hey, dein komm! Wieso klagt der Beckgang? Gerade am Nachmittag ist er shoppen haben, müsst ihr euch schweigen. Da kommen die Bauernweiber mit einem Säckchen Korn und einem Gegeli rehelligen Anken und dann soll man davon einen Zöpfen backen wie einen Schinglenbock. Der verflucht, wo ich komme. Und schlägt mir die Eier auf, so sind die halben davon voll. Der halb gering schlage ich mal, den Deckaff. Ist nicht etwa noch, wenn du gesinnet hast? Ja, jetzt Mira. Präzise so hat er es gesehen von der ganzen Gastin. Kein Wörtchen habe ich dazu getan. Scheu drei, wenn ich für einen Rappen kaufe, den mir ab, dem Hoduhung. Irgendwann müsst ihr die Zöpfen anhören und ein bisschen davon versucht. Bäbeli, Hosen an und machen nach Suchen, Frauen. Wir rühren sie nicht mehr an. Ich begehre nichts davon. Nee, dann hat er ein Glas Wein und machen Gesundheit. Ja, ich habe nicht den Wein, um mich hier zu räumen. Und Wein habe ich daheim genug. Bitte Gott, Annababy. Komm dann gleich mehr. Es freut mich gern, wenn du kommst. Ich vernehme da auch gern etwas. Einen schönen Dank. Leb wohl, Vetteru. Gern gute Besserung. Ich komme noch gerade mit raus. Oh.
Frau Wirtin, es scheint nicht ein gutes Gewissen, dass sie alle mal zu Pech gibt, wenn ich komme. Das letzte Mal, als ich gekommen bin, ist sie auch so davon gehasen. Besinnst du dich noch, Vetter? Da sieht man wieder, wie gelogen wird auf der Welt oben. Was war das für ein Lärm wegen dem Vetter? Todkrank sei er und das Grab sei ihm schon geschaufelt. Und jetzt sieht er genauso munter aus wie sonst. Dürft's dich? Ja, ganz bestimmt. Mehr als um ein vorübergehendes Unwohlsein wird es sie nicht handeln. Du solltest halt einmal ausspannen und eine Badkur machen. Das wird dir exzellent anschlagen. Meinst du? An der Kurorte das ausgezeichnete Ärzte und nicht nur so Quacksalber, wie man so auf dem Land hier meistens antrifft. Die Kosten werden dich nicht abschrecken. Aber wenn es doch bloß nur um ein vorübergehendes Unwohlsein handelt. Aber in deinem Alter tut man halt doch gut dran, vorzusorgen und vom Leben noch zu genießen, was sie ihm bietet. Ich möchte dich doch sehr ermuntert haben. Was weiss ich noch? Mir ist doch daheim gegangen am wohlsten. Natürlich ist die freie Wille. Aber wenn du Lust hättest, könnte ich mit Adressen und Empfehlungen dienen. Apropos, dass ich es nicht vergesse. Die bewusste Wahlangelegenheit ist dann im besten Gang. Ist möglich. Ich kann den Beweis leisten. Da. Kann man so ohne Spiegel lesen? Wow. Das ist grosser Druck. So. Aha. Viele Wähler. Gute Aussichten. Ja. Da kann es ja nicht fehlen. Tja, natürlich. Opposition ist vorhanden. Finden hätte jeder. Bärenwirt hätte können Auskunft geben können. Ihrem Anweibler gegen mich wie kein Zweit. Und im Bärenwirt fleissig gelästert über mich. Warum hätte der Bärenwirt auf der Latte, wenn man doch noch verwandt ist? Ach, mein Gott. Weil ich zu wenig im Bären einkehre. Aber ich kann doch nicht in jeder obskuren Kneipstammgast sein. Da muss ich aber noch gerne eingekehrt im Bären. Sie haben einen realen Wein. Vetter, jetzt ist es auch vom Besseren vorgegeben. Wir haben einmal sicherlich den Wein vom Bären gehabt. In der einen Tag war er blümelt. Mir war Bärenwirtung ein Liebewert. Du bist halt gar ein Leichtgläubiger, wenn du sie kenntest wie ich und wüsstest, was für eine Aushuferin das ist, aber so in einem Wirtshaus geht. Ja, weisst du etwas Bestimmtes? Oh, sie hat einen Wüstenlärm, aber sie hat noch gerade einen Prozessenhaus. So ist man Basmerin nicht fast im Dreck. Es sind auch noch andere Verwandte, die ihm nicht eher einlegen. Mit dem Kalberhützer soll ich am auch nicht Staat machen. Erst kürzlich ist mir vorgehalten worden, ein Grossrat werden, weil sollte man die nicht Verwandte haben, die den Strassengraben mit der Nase ausschoren. Füllten sie denn oder heißen? Ja, also. Mein Frank Peter, weißt du nicht, was das für ein Saufluder ist? Aber der Feehandel könnte. Und zu beschissen, oh, ja. Ganzes mindestes Subjekt, aber ich muss leider weiter. Ich habe hier noch eine Besprechung. Also, Vetter, erhol dich gut. Und wegen der Badkur wollte ich mir doch noch einmal überlegen. Also, adieu, Vetter. Und bleib mir immer hübsch gesund. Danke, Igisch. Und dann wünsche ich dir den guten Erfolg. Merci beaucoup. Also, adieu. 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 Herr Grossrat, glaubt er, der Bauer stimmt wie ein solcher Schminkel. Ich kann nie wissen. Jetzt hätte ich ein Knotz noch meiner Kräuter vergessen. Hier geht dann noch über den Backhaus. Schau, Vetter, jetzt wollen wir anders dringen. Dreichen musst du. Dreichen ganz schwett in alle Stunden, ein Kackali voll. Zuerst nimmst du mir ein Kessel drauf. Das ist gegen die beste Blutreinigung. Das putzt dich dort. Bäbeli. Eben fürchte ich, es könnte mich dann putzen. Zuerst ist alles, was dazugehört. Weissdammungsfräs, Nesseln, Bärenstuden, Reckhalterschützling, Diedlischinti, eichige Ringe, Lingenringe, Brombeerenblätter und bittersüß. Wenn du das nicht gefahren hast, weiss ich dann nichts mehr. So nimm die Rüstung, Bäbeli, und träg sie raus zu diesem. Wir haben jetzt auf ein feines Heustöckchen von Teekräutern. Wir könnten damit fast eine Geiss überwintern. Wenn ich dann gewusst hätte, dass nochmals gespürt hätte, die Schreiber damit, die hat mir nicht so viel Mühe gegeben mit zusammenlesen. Nee, danke, ich ist passen. Ich kann dann gerne schauen, ob etwas davon zu sehen ziehen könnte. Jetzt will ich mal geschwind meine Rechnung vorgeben. Ja, wie viel ist es? Das wäre mir darum schon recht, wenn die Beben nicht gerade die Nase könnte reinstrecken. Ich muss auch zuerst schauen. Oh, wie ist das? Ich kann ihm noch nicht erst im Winter zwei Kittel machen und von unserem Tuch geben, das Dotze Hemdli. Ja, schau, Vetter, was ein Weibervolk für Kleider braucht, verstehst du halt zu wenig. Du bist ja nie geheiratet gewesen. Und das Mannenvolk hat da überhaupt einen schlechten Begriff davon.
Marie hat bloß etwa 4 Anlegungen gehabt und im Wäldchen kann es nicht so mal laufen wie daheim. Mit Kitt und Brüstlinen und Schöpplinen ist es noch jetzt windig für sie. Ich halt auch nicht dürfen der Wüste machen und lassen ausstaffieren, wie es sie jemand gehört. Aber Bäbeli hat doch nur halb so viele Kleider wie Marie und kommt doch gleich gängs auf der Haar. Mit der Bäbe kann man das Marie nicht zusammenzählen. Das Marie ist eine Bauerntochter. Aha. Ich will nicht lang märten. Es wird ja so sein. Ich werde halt nichts davon verstehen. Wo ist der Götti? Er kommt, er ist oben raus. Geh du jetzt in die Küche, geh deine Sache machen. Man kann ja nicht einmal ein Wort mit dem Vetter reden, ohne dass du die Nase dazwischen streckst. Der arme Vetter! Wir gehen aber ihm noch ein ruhiges, schönes Alter gehabt. Hat der Grüßli müssen leiden. Wann ist er gestorben? Ja, ja. Ist noch ein bisschen zu bleiben, die leben noch. Hey, sind jetzt gesprengte Löhung. Das nehme ich doch auch der Teufel. Ja, hättest du etwa lieber, es wäre wahr. Eh, Vetter, wie kannst du nur so reden? Ich bin jemand fragt nur, dass es nicht wahr ist oder das bin ich. Aber eine verrefete Sache ist seinen Weg wahr. So, das sollte stimmen. Schönen Dank. Eh, was wird der kleine Peterli sagen? Wenn es vernimmt, der Vetter sein Tom Leben, das wird sie freuen. Die ganze Woche schon hat es gejammert, wie es auch um Vetter ging. Wenn man doch auch könnte helfen, wenn man doch auch könnte schauen, was er macht. Dann wäre es doch schauen. Wir sind darum mit zum Seieren, nehmen ja alle Hänge voll zu tun. Und die hat man ja nicht wissen können, ob es dem Vetter recht wäre. Lise Peterli hat sie Wäger fast hinter sinnen, du halbnächt neu geschlafen. Es ist halt grausames Lingherziges. Überkommst du etwas hier Kopfweh? Ja, ich glaube, ich will ein bisschen ablegen. Vielleicht wird ein Schlückchen Wein nehmen. Immer nicht, nehmt ihr nur. Wir sollten auch nicht zu viel berichten. Ja, so fang du an. Mädi soll auch suchen. Ich habe nichts nötig, ich bin nicht erst weggekommen. Ich wollte noch geschwingen fragen, Vetter soll auch Lise Peterli noch zum Solothurn-Doktor? Es wäre dir besonderbar gut, es ging gern. Nein, das soll es sein. Unser Doktor ist gut. Aber weißt doch, Lise Peterli so viel gerne tät. Und dann dürfte es mich halt, wir sollten noch machen, was zu machen wäre. Du bist halt doch weit draussen, Vetter. Mein Vaters Bruder war präzise so dran wie du, Deich. Er hat schon keine Schreiben. Er hat gesagt, wir weiss nie, wie die Stunde da ist. Und darum ist es gut, wenn man rechtzeitig vorsorgen tut. Aber im Herz tut, was einen jemand noch plagen könnte. Und der Solothurn-Doktor hätte ihm doch noch helfen können. Es ist noch 3 Jahre gegangen, als er gestorben ist. Mit dem Solothurn-Doktor möchte ich nichts zu tun haben. Hätte er ja auch schon müssen vernehmen, dass er gar nichts mehr helfen konnte. Nimm du lieber, mein Trauch, bessere Rüstung kann dir kein Doktor geben. Lass, das verstehst du zu wenig. Hast du ja nicht gerne damit gemacht, den Schwadern-Tee zu trinken? Man muss doch wissen, was Fertigen gibt. Kühlen oder wärmen. Darum ist man Bass, wenn man zum Doktor geht. Und so wie der Zollton versteht, Leute erkennen. Du musst mich auch abrichten. Ich habe mir lebendig mehr Kranken gemacht, als wenn du hingegen eins tüch. Mich auch. Wenn ich Vetter wäre, soll ich deine Sachen auch jetzt noch verörtern. Wie ist es Reses Gottlieb gegangen, wo er da auf dem Totenbett ging, noch nicht sagen, wie sie das alle teilen? Er hat kein Wort mehr für ihn gebracht und das eigene Doppel gelogen. Wer weiss, wie erschröckelig. Er hat ihm noch die Zungenlänge für ihn gestreckt und angeläuft. Du niemand konnte drüber kommen. Es würde das Herz verschreisen, du dich auch so müsstest plagen. Ja, das wäre ja schrecklich. Mich aus Wansuli hat auch noch den Schlag getroffen, geben sie Sachen können reisen. Es hat ja schon Fälle gegeben, die den Erben die Zungenlänge haben vorgestreckt. Ich muss ein wenig ablegen. Nicht für ungut, Vetter. Es wäre mir den Wegen nicht recht, wenn jemand getrappt hat. Hat er euch jetzt das in Ordnung gezogen? Zum Verwundern wäre es nicht. Ich will mit euch jetzt gegen Heim zu. Ich hätte richtig einen Vetter noch gern. Jetzt hört auf, der drin lässt ihn Ruhe. Du hast mir nichts befehlen auf verschamte Taschen. Dann mit der... So, das ist jetzt aber... Du nimm den Grin noch nicht zu hoch auf. Es könnte dir auch noch ablecken. Das war ja etwas zu mir nehmen, sonst wird es mir wohl lang, bis ich daheim bin. Sachsteig,
Ich nehme den etwas zu oben. Wo ist der Döpfi? Wo ablegen? So ist ihm der Stürmer nicht nachher erleidet. Ja, ich kann nichts dafür. Die Hubachbüri hat den ganzen Halbtag ausgebrochen, bis hier verrückt worden. Ich bin bloß ein Augenblick hier. Du, Bäbeli, für was hat der echte Vetter eine solche Ampel Geld gegeben? Das kann ich dir nicht sagen, es geht mir auch nichts an. Mal, das wüsstest du, kannst du mir selbst sagen. Ja, sie gern gut gemeint mit dir. Auweg, meinst du es gut mit uns rein? Komm, hab schön zu suchen, gibt's ja Wägerwäger nichts in der Hang wie das Metzgermesserli. Wenn du könntest, du holfst uns auf der Stelle hin, aber dann der, der den einen anderen mit den Hörnern am Rücken krebeln. Los, Benzi, wollt mich nicht zert auflassen. Einer, der dem Vetter so viel Schlechtbauern zu schweigen. Das reden ja auch Leute davon. Sonderbar, der Vetter. Weisseli, gell? Exakt der, der Götti so hat angeschmiert mit der finnigen Kalbe. Er hat halt gemeint, er könnte es auf mich schieben und sagen, ich hätte sie verliederligt. Aber der Schutz geht manchmal hinger raus. Da kann Heiseli lang zu Mauer offen haben. Ihr solltet dich zusammen abmalen, du Heiseli. Ihr seid beide gleich hübsch. Wenn der Vetter hier wäre, hättest du so verschämt, der Mumm immer weit auf. Aber er muss es dann auch wissen, wenn du dich aufpökst. Vetter, ich will jetzt gehen. Es wird niemand blären. So, mit einem Hoduchnecht zu tanken, ist mir zu minder. Du nimmst die Gänge zu wenig Nacht. Es geht uns ja nichts an. Wo geht es uns etwas an, wie sie einen Gang verdrecken wollen? Dem Vetter rede ich kein Wort drin, aber für mich selber wehre mich. Ach Gott, was sagt heute noch die ganze Verwandtschaft zu uns? Es ist vielleicht der Gerichtsess. Grüß Gott, ist der Kirchmeier um den Weg? Grüß dich wohl, Herr Doktor. Der Götti ist nur ein wenig abliegen. Es waren ganze treibende Leute da. Ja, steht an jedem Wald so um, ein Vetter oder ein Basen, und schillt hungrig gegen den Neidenboden zu. Und er fragt nur, schlägt sie noch versuchen und will den Klacklang nie ergötteln, wie gross der Heustock möchte sein und wie viel es ihm davon möchte ziehen. Ja, man muss sie ganz genieren, dass es solche Leute gibt. Sie sind hingerig, es hat auch keine Gattung. Ist das nicht der Doktor? Oh, wow, nur ein herzhaft antreten. Es ist nicht einer von diesen Zeugen, die noch gängig so plagen. Ich habe gerade die Schatzseite oben müssen, zu einer Geburt. Jetzt geht es mir im gleichen zu, um zu schauen, wie es sich geht. Aber ja, meint ihr, sie geht im Bett. Ja, nein, ich habe mich nur mal auf das Gutschein geflüchtet. Bist du beim Gerichtsessen, Benz? Ja, er kommt hier nicht. Gut. Reiset ihn dann nur mal in die Stube rein, wenn er kommt. Jetzt solltest du dich in den Stall. Und Bäbeli wird müssen den Säuen übertun. Der Wein kannst du noch hier lassen. Begehrt er ein Glas, Herr Doktor? Danke, kein Verlangen. Ich hätte den Doktor noch gerne gefragt, was ich dem Götti auch kochen könnte, dass es ihm gut täte. Ist recht. Ich komme dann auch in die Küche, dann wollen wir schauen. So, jetzt können wir zusammen berichten. Ihr habt, glaube ich, wieder Kilbe mit den Verwandten. Ja, das ist drauf gegangen. Sie wollen nicht erwarten, dass ich sterbe. Auch da kommt jemand zu platzen, für Gott zu schauen, ob es mir nicht will böse. Und heute war eine ganze Bretschete da. Und dann bohren sie ihn mit den Augen an, um zu schauen, ob die Runzeln mehr Teige. Ich gebe die Magerenteig und mir die Hose nicht härter und die Beislotteri. Und jammern und berichten, wie sie die Blärenteige wegen mir. Es nehmen sie nur Wunder, dass sie nicht längst ins Wasser geworden sind. Und dazwischen verleumden sie einander, bis kein guter Faden mehr ist. Und lassen Falten und Gifteln, dass einem den Grusen schüttelt. Ja, geht's ja doch zum Teufel, die Saubande. Ja, schau, Doktor, das war nie im Jahr gewesen. Ich tue den Leuten nicht mit dem Holzschlägel winken, ich lasse machen, weil er sie so viel besser kennen. Und so solche wie im Holtmann zu Waschliwil kann man nicht geben in Grob kommen. Wenn er schon kein Brosmer besser ist als die anderen, wisst ihr, dass er Dörrhaarlot verlautet, ihr habt ihm den Hof verschrieben. Der Hof soll ihm zum Grossrat verhelfen, der Grossrat zum Hof. Scheint, hat er auch Geld entlehnt auf die Erbe hin. Ich hätte ihm ein Käse gegeben. Wer weiß, vielleicht hätte er einen Schick gemacht, aber item. Ich will jetzt endlich mir Ruhe haben, dass ich Frieden sterben kann. Nur nicht gesprengt mit dem Sterben. Zuerst wollen wir den alle Gattung probieren. Redet jetzt nicht auch noch über das Gewissen. Der wissen genau, was mit mir hier geht. Und ich auch. Da hilft kein Doktorzeug mehr. Und ich bin parat. Darum möchte ich, dass der Lärm endlich aufhört, die um mich herum. Hey, wisst ihr was? Ist der Euen aus dir heig ins Nervenfieber und das sich schuderhaft anstecken, dann kommt da kein Mensch mehr zu. Was will das kann man es nicht.
Solche Flausen wollen wir nicht mehr machen, ich habe mir schon genug auf dem Gewissen. Sagt lieber die Wahrheit, ich habe es auf dem Strich, wenn wir zu mir kommen. Und ich denke, es sei nur wegen mir, und nicht wegen mir. Die mich überlaufen, könnten dann den letzten Finger verbinden. Gut. Ich will noch unten führen. In ein paar Tagen ist es in den Nilenboden so still im Nonnenkloster. Da will ich noch gut sein dafür. Soll ich Dank haben? Schön, gern. So. Jetzt will ich noch etwas Bäberli abschulen. Das mache ich jetzt noch nicht so gern. Das verständiges Mädchen, das Bäberli. Schaut dem Gang so heimlich an. Sonst meinen die Weiber gängt das Mann voll verstanden, wenn der Gigs noch Gags vom Kochen. Nicht einmal der Doktor ist etwas. Und mein Bäberli ist nicht so. Also. Lebe die Woche auf mir und pflege dich recht gut. Ich will mir schon wohl sein. So gut, dass ich noch kann. Und schönen Dank für den Besuch. Ich hätte ihm nicht angesehen, dass er so auf den Nesten draussen wäre. Aber dass er uns oben zusammen geschickt hat, um zu sagen, was wir zu tun haben, wenn es ihm etwas geben sollte, das hat uns Gedanken gemacht. Aber daneben hat er kein Wörtchen geklagt. Das hat mich eben auch verführt. Wenn es gesonnet hat und warm geworden ist, hat man ihm das Fensterflügel auftun. Er hat so gerne über die Technik ausgeschaut. Das Buchenlaub zündet so schön gelb im Wald so um. Und dann ist er hier gehockt, wie der Kirche, wenn die Orgel geht. Das ist die unfriedige Rettungssicht, vergessen ich nie. Gestern hat er auch noch nicht gewartet. Nicht das Geringste. Sonst hat man ihm doch gewacht. Nächte etwa um die Zeche bin ich noch zu in mich. Möchtest du etwas fragen? Soll ich etwa hinten aufbleiben? Du schüttelt er den Kopf, es ist alles ironisch und ich kann jetzt dann schlafen. Und damit fährt er mir über die Hang, gerade wie wenn er seine Wette wärmen an mir. Danach bin ich ins Bett, wo ich nichts böse denke. Herr Bunger ist mir schon seit einer Nacht von gestorbenen Leuten erträumt. Ich bin auch morgen schauen, wie es im Gang ist. Das war mir gang zuerst. Und dann morgen auch. Ich bin eingetäuselt und habe zuerst gemeint, er schlafe noch. Da täuscht es mir jetzt in der Rote nichts mehr. Ich höre. Und habe keine Atem mehr gewahren. Nimm ihn über den Hang, ist die Eiskalte. Ich habe mir fast nicht mehr gewusst zu helfen. Er war so eine liebe Tretung. Nie hat er uns ein böses Wort gegeben. Hat er echt noch einen schweren Kampf gehabt? Das glaube ich nicht. Er sieht so friedlich aus. Ich rechne, es habe ihn ein Schläger getroffen. Es ist mir immer Trost, dass er die letzte Zeit durch noch durfte Ruhe haben. Es war einfach gut, es hat mich manchmal gestaunt. Spionen haben sie richtig noch gängig. Wenn sie selber nicht mehr kommen durften, haben sie Weggeweiber, Hausierer und Kachelträger geschickt, Auskundschaft an was im Nidlenboden ging. Ich verstehe dich. Ihr habt viel verloren. Wo ich gehe. Wollt ihr nicht noch schauen? Er schläft so schön. Ja, schlaft schön.
Darum wollen wir jetzt nicht mehr prägen, wenn er schon alle zusammenräumt. Er hat den Tod erwartet und ihn nicht gefürchtet. Jetzt ist sein Wohl und wir wollen ihm den Frieden gönnen. Ihr wisst, dass er mir den Auftrag gegeben soll, die euer Beistand sein, bis das Testament eröffnet und die Erbschaft auseinandergemacht ist. Ja, er hat es gesagt. Wir sind uns etwa froh. Ich bin eben auch deswegen hergekommen. Ich habe die Nachricht am Morgen gleich bekommen und dachte, Benz und Bäbeli wissen dann vielleicht nicht, was anfangen. Aber jetzt, wenn du da bist und schaust, ist alles in der Ordnung. Jetzt ist mir nichts mehr nötig. Mir bist nicht im Weg, Anne Bäbi. Mach dich dem Bär auf eine grosse Gräbte verfassen. Sobald ich den Dürrhaar Bescheid weiss, kann ich dich abmachen, wie und wenn. Aber zuerst müssen wir jetzt versiegeln. Sie sollen mir nicht an einem Ort Handhabe bekommen, dass sie jemandem verdächtigen können. Was meinst du? Weiss es echt pass auf dem Hut bekommen schon? Ich fürchte es. Ich werde schon in den Nachbarhäusern ihre Aufpasser angestellt haben. Sie sollen nur kommen und die Finger wollen in allem innen haben, darum will nicht. Dem Götti zu lieb haben wir manches Lob in Sie haben sie jetzt lang genug Wüstenlärm gemacht. Aber in Zukunft wären wir. Die brauchen ihm nichts gegen einen guten Namen, um ihn zu knacken. Ich hätte mich auch, wenn ich euch wäre. Aber jetzt muss ich. Wenn die Gräbe bei uns ist, bekommen wir zu tun auch Hände voll. So ab hier miteinander. Nee. Mach ich dir nur, was der Gerichtsess sagt. Der hat er gerade einen Rücken. Du sollst Dank haben für alles, was schon recht. Ja, und wir müssen das auch machen. Hast du schon jemanden zum Schreiner geschickt wegen dem Sarg? Die Leise ist ihm zu sagen. Und das Grab ist bestellt. Muss dir der Gerichtsess fragen, ob er das übernehmen will. So, hat er jetzt doch endlich daraus können, der arme Vetter. Ich habe es doch wohl gewusst, dass es auf der Genf ist mit ihm. Und wenn er mir dann noch jemanden gefolgt und uns drauf gebraucht hat. Aber wenn man die Sache besser weiss, dass es einem den Kopf nicht zugibt, was will man da mit einem Menschen reisen? Von Alten war er und einmal muss es ein Ende haben. Der Liebgott will ihm zu einer fröhlichen auf einen Steig verhelfen. Ja, warte noch ein bisschen, du kannst ihn nachher reichen. Sie sind noch gerade am Versiegeln. Am Versiegeln? So, Enno, wenn es dann noch nicht schon spät ist. Du musst schon wieder schmürzeln. Von denen, die im Haus einstellen, dem und niemand. Es wird etwa eine Mängergattung gegangen sein, während der Vetter krank ist. Die Leute haben nicht vergeben Sachen berichtet, dass ein Schier das Haar auf dem Kopf aufgestanden ist. Weder Marei, ich weiss schon noch, was etwa eurer Gattung ist um den Weg war. Vielleicht weiss es dir sogar noch, wo das hinkommen ist, was fehlt. Wenn sie will sorgen, was ich rette, dann könntest du dir sonst gräuig werden. Ich weiss schon, was sie sagen. Und wenn du nicht zöpfst, kann ich dir noch deutlicher werden. Ich will nicht kehren, Ben, solange die Götti im Haus ist. Er hat halt nie gewusst, dass das Anstand ist. Dafür weisst es du, gell? Ja, noch, dir zwei seid der verantwortlich, wenn etwas fehlt. Haben die ersten genommen oder andere Leute. Euch nimmt man dafür her. Passet nur auf, was ihr macht. Und was hat eigentlich die Tasche vom Bären schon da gehabt zu suchen? Schier geben sie Tage Tempo. Ich muss nichts böse. Die hat eigentlich das gleiche Recht wie du. Ich werde wohl den Speicher schon erlesen haben und noch etwas Reichgeld geben, dass du schon Leute machst. Bist du dumm so? Wird der Speicher nicht abgeschlossen und versiegelt? Das ist ein Gerichtsessen, Sache. Das könnte es nur recht sein. Doch noch geschwind schauen, geht alles am Ort sein. Wo hat er den Schlüssel? Da wärst mir noch gerade recht. Der Schlüssel überkommt niemand in die Finger, wie der Gerichtsessen. Er ist gräuslich ein Bögischer, der Benz. Hat er etwa dir den Hof vermacht, geschmeichelt, werdet ihr ihm schon genug haben, wenn er in der Rolle der Vetter auch gewusst, wie das rauskäme, so ein herrengelöffniges Hoduchnächtchen auf einem Hof in der Niedlenboden Grossbauer wurde. So viel traue ich dem Vetter gleich noch zu, wenn er schon in die Tür raus der Hälfte war. Das wird mir eine Lumpenwirtschaft geben, das helft mir Gott. Komm, die Ärger wieder auf dem Huber. Was hat so einer verstehen? Ich rechne gerne, der Vetter hat im Leben Ärger genug mit den Diensten gehabt. Wird sie wohl gesehen haben, dass er uns entschuldig ist? Wir sind doch der Bauern. Ja, aber wenn es keinen Verständiger gäbe, hätte ich der Bauernerei schon mal an den Rücken kehren. Aber der Junge ist es doch jetzt wohl. Dass unser Endegang als das letzte Fuss vernehmen, wir konnten nicht Bescheid machen. Zu leicht werden alle eingeladen und vorher weiss ich nicht, was sie hier zu suchen haben. Der Vetter hat gesorgt, dass geschaut wird. Muss jemand hier schauen, hä? Nein, hey, ich nicht. Jemand, der sie besser darf wehren. So viel dumm war der Vetter gleich nicht. Der Gerichtsess von Ankamatt ist drin und versiegelt. Hä, nur der hat es mir gewohnt. Ja, ja, ihr hättet jetzt euer guten Tag gehabt. Ihr hättet etwa lange dem Vetter können socken. Jetzt hat er die Herrlichkeit das Ende. Es ist bei Gott auch Zeit, sonst könnten wir ihn teilen. Wir nicht, ihr nicht. Das Teilen wäre schon lange die Hauptsache gewesen. Am anderen hat der neue Riefilder nachgefragt. So. Das wäre besorgt. Jetzt kannst du gehen, Hannes. Gut so. Dann lebt wohl miteinander. Adi. 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 Adi.
Es war alles in schönster Ordnung, es braucht niemand Kummer zu haben. Er hat also doch schreiben. Schreiben ist worden, ja. Ja, weiss man nichts, wenn man da wird nichts gerübelt, das wird sie dann weisen. Du könntest es auch mal selbst sagen. Nur weiss ich es nicht. Ja. Der Kilchmeier hat ein Testament eigenhändig geschrieben und kein Mensch nichts gesagt. Wer es glaubt. Aber jetzt darf man doch noch schauen, oder ist das auch nicht erlaubt? Was könnt ihr? Sie fragen, ob der Speicher auch vermacht wird. Wie sollte er noch das Brot erreichen? Ja, aber auch Rösche gelegt, Rotu. Sonst hätte ich den nichts verdrossen. Es wäre am besten, wie für mich sie in Schober wollen. Gut, so vermachen wir. Was der nötig hat, nehmen wir raus. Der Schlüssel will ich dir verwahrt nehmen. Die Schlürme hört auf und ihr seid da draus und dann. Schön gestorben, bist du denn? Ich bin da, ich weiss es nicht. Das Kaffee schien nur, wenn es kommt. Aber dass man solche hilflosen Menschen alleine sterben kann, das kann ich nicht verstehen. Wer das kann, muss ein Steierbrust haben, kein Herz. Ja, dass man hier da einfach kann ins Nest liegen und schlafen wie ein Witz halt. Da muss so ein armer Krank nicht Durst haben, muss Weber und rufen, ist niemand da, der ihm den Rücken unterstellt. Wie ein Stück Fee muss einen verrebeln. Ein Schang ist es für die ganze Verwandtschaft, dass der Vetter sterben muss. Es war nicht einmal ein Handzweck, für ihm den Schweiß abzuwischen. Streng ist es. Wenn Elisabeth hier wäre, das hätte er machen können. Das wäre nicht zu faul gewesen. Das hat ihm der Doktor Rustig Geld zu trinken und das Kopfhüsse aufgeschüttet und Fleiss gehabt mit ihm. Er ist auch ganz gut und schüchert seinen Armvetter. Er hat ja auch verstanden, zu fast fusten. Und die, die für ihn durchs Feuer wären, hat er zu wenig kennt und zu wenig geschätzt. Wenn ihr euer Süd und Trögli leer habt, stecke ich den Stempel ein. Sonst mache ich den Feuerabend und stelle euch voraus. Ihr habt diese Leute im Haus auf Angen lang genug verdreckt. So! Fahrgruppe, die ist schon der ganze Flop in Angen, wie die Wildtuben im Hammerhaum. Ich habe richtig gedacht, wenn sie den Altstöder jetzt übertreibt haben, dann gäbe es einen Ruffel, damit die Eure geht zählen. Es ist auch noch gescheiter, sie sind noch dazugekommen, weil es Tag ist. Sonst schreit sie noch die Schimmel vom Dach oben nach und schleift sie sofort. Alle Mädchen, wo hast du das Büroschlüssel? Vorne mit ihm, so kann man sie verwahrt nehmen. Ich habe es nicht gehabt, habe nichts zu suchen im Büro. Du denkst auch nicht, oder hättest du etwa noch das Geld ich tun, das du dem Kilchmeier gelehnt hast? Mir hat der Vetter das Zutrauen geschenkt, sonst hätten wir nicht den Stahl übergeben, um ihn für ihn zu handeln. Darum habe ich das Recht, das Schlüssel abzuverlangen und an mich zu nehmen. Bitte! Wenn ihr gesagt habt, ich hätte es nicht, wenn ich schon hätte, ihr gebt es zuletzt. So, du Verschanzmensch, du. Warte, nur wenn man noch das Gimmelifell muss man dafür kriegen. Ja, das ist euch nicht. Wisst ihr, ich kenne darum das Gesetz. Ich kenne es wie bei Schilettäschchen. Was du die anderen noch nicht mehr zu zeigen, wie der Teufel heißt. Für das hat mir der Vetter Vollmacht gegeben, dass ich dir schaue. So zeig's ein, ist die Vollmacht. Halt du zu. Du pfiffst jetzt einen anderen Vogel, kannst du deine Hodl zusammenlieren, stecken, heichen und schieben. Das ist jetzt wirklich. Dass der Kilchmeier zwei Vollmachten ausgestellt hat. Ich will jetzt meine Erfahrungen zeigen. Zeig du mir jetzt deine auch. Was er mir den Auftrag gegeben hat, zu schauen, ist eine Tatsache. Wegen deinem Wösch. Warte, noch mal, du musst auf die Finger schauen. Der Nachbar kennt vielleicht auch noch etwas Weniges vom Gesetz. Er ist Gerichtsess, wenn du es noch nicht weißt. Sag doch, was er will. Er soll nur machen, dass ihm nie anheichen kann. Sonst will er dafür fussen. Er wäre nicht der Erste, der ins Zucht ausbringt. Er soll sie nur zusammennehmen, dass nichts mankiert. Sonst will er dafür füttern. Lass, ich kenne dich nicht und fürchte dich nicht. Wenn du mit Schiene her sein und bist gleich kennen. Du hättest doch nicht gesagt. Aber sie ist, wenn du willst, so eine Schiene zu regieren. Einschüler geht sie da noch nicht an. Es ist unmöglich, dass die nie nichts anbringen. Das wollen wir dann noch schauen. Und geht sie dann etwas an, so macht er, was er will. Verklüpfen tue ich nicht wegen einem solchen Höck. Wenn er schon die obere Tierlüche kommt und tut's Mauer tut, dass man mit einem Graskarren fahren könnte. Ich will jetzt hören, wenn ich nehme. Was ist in der Fälle, gesetzlich und brüchlich ist, habe ich gewusst, bevor du es die Leute zählen konntest, die Mutter eben gemacht hat. Wo, verflucht! Natürlich, mit dem Bruch ist ja kein Kummer zu haben, so etwas gestohlen wird. Da ist eben kein Herr dabei. Lach ich dir nochmal. Wir wollen dann schauen, wer zuletzt schlägt. Hey, du komm. Weisst, mit dir habe ich dir auch noch ein Wörtchen zu reden. Lass einen, der eine solche Sauordnung hat im Stall, innen, soll sie nicht noch aufladen. Du, was dem Vetter alles verliederlicht hast, geh kaufen, batzige Häuschen und legst dich auf, so brav auf der Welt oben. Ein Sauhorn ist am Haus in der verfluchte Saumann. So, wenn sie einen Stau, das ist ein Stau. Nicht nötig. Ich geh schon mal selber. Noch so gern. Ich kann ja kein vernünftiges Wort reden miteinander. Ich muss sie schämen, gerade reinkommen.
Ich möchte nur schnell schauen, ob die nötigen Anordnungen für eine schickliche Beerdigung von Vetter Kilchmeier getroffen werden. Der Vetter hat uns an Gerichtsäß gewiesen. So, gut, gut. Ihr werdet also für das Nötige sorgen. Sind die Ziegel angelegt worden? Vor Zeugen, wenn es sich gehört. Ist schon recht, ich habe kein Misstrauen. Ich wollte mich bloß zur Verfügung stellen. Aber was ich noch fragen wollte, der Vetter hat testiert, nicht wahr? Eigenhändig. Es würde vielleicht nichts schaden, wenn die Testamentseröffnung möglichst bald stattfinden könnte. Ja, das wir wahrnehmen, die am ersten Cent. Könnte man denn das nicht an der Gräbt machen? Wir haben lang genug gewartet. Das ist schon nicht üblich. Hingegen könnte es mir auch recht sein. Ich wäre so am ersten draus und dann. Ich bin auch dafür, so weiss man endlich, was vorkommt. Ja, nur wenn es die Erbe verlangen, gesetzlich steht kein Hindernis im Weg. So würde ich dir also die nötigen Schritte tun. Mit besten Dank zum Voraus. Ich muss leider weiter. Also, adieu. Der pressiert so mit dem Erben, wenn er schon ein Herr ist und nichts dergleichen tun will. Das hat auch einen Umzug tun und ihm den Kredit bauen und die Schulden fressen. Aber eins hat noch niemand gesagt, wo das Testament soll eröffnet werden. Ja, ich denke am besten gerade hier. Gut. Der Kilchmeier hat nämlich angeordnet, dass vom Dienstpersonal niemand mit ins Licht soll. Bei der Testamenteröffnung sollten sie aber doch auch dabei sein können. Wo es ist, kann uns gleich sein, wenn es nur geschieht, so gar nichts. So, jetzt wird der wohl endlich ein Frieden sein. Komm, Bäbeli, hock da an zu suchen. So hat der Kilchmeier noch eigenhändig aufgeschrieben, wer mit ihm soll das Leich geheissen werden. Vor allem soll von den Armen niemand vergessen werden. Sie sollen einmal dem Kilchmeier seine milde Hand zu spüren bekommen. Und denen, die da bleiben, soll ich hier Bäbeli ein gutes Mahl kochen, dass er noch nichts erklagen hat. Warum sollen wir echt nicht mit ihm? Das ist mich überfragt. Aber der Kilchmeier war in manchem halt gar ein eigener. Vielleicht hat er gedacht, es sei gut wie jemand Hüte daheim. Besorgt einfach eure Sache, wie ihr euch gewohnt seid. Einbeschliessen tue ich nur, was ich muss. Was soll ich mir jetzt anfangen? Jetzt kommt der Hof in Freund hängen und uns jagt man fort. Mir braucht niemand zu jagen, ich gehe schon von selber. Wegen dessen macht euch keine Sorgen. Begehrt euch der Erd nicht zu behalten, so kommt ihr zu mir. Dort könnt ihr bleiben, bis ihr anständige Plätze gefunden habt. Der Kilchmeier hat euch so gezogen, dass ihr in einem niederen, anständigen Haus sein könnt. Und ganz mit leeren Hängen werdet ihr auch nicht fort müssen. Sonst müsst ihr mit dem Kilchmeier Wüste rumpiert haben. Aber wenn ihr auch keine Batzen bekommt, so hättet ihr in meinem Weg viel zu verdanken. Du, Bäbeli, weisst alles, was eine gute Hausmutter muss können. Und du, Benz, hast von der Bauerei Begriff, manche Bauer nicht so. Das war in einer guten Schule. Und was ihr gelernt habt, kann ich niemand nehmen. Es ist mir so schwer. Vergessen ich in meinem Leben nie. Das tue ich bei einer halben Ewigkeit seit dem Morgen geschlafen, habe ich nächste Nacht nicht mehr ins Auge gefallen. Und doch bin ich vom Fegel und Potzen fast ab einem anderen gewesen. Meinst du, etwa nie können, wenn man gang muss teichen, wie in so einer Heisel in der halben Welt umgehen verbrühlen? So ein Feehändler kommt gar weit um einen anderen. Ich rechne, es habe letzte Nacht noch manche nicht am besten geschlafen. Ist es nicht traurig, dass Verwandte einen anderen den Weg hassen und verfolgen wegen dem Geld? Da muss man ja in Kummer reinkommen.
Unser Schmal hat ja auch nichts gebraucht zu kochen. Es hat niemand mehr essen. Unsere alten Dienste sind gewiss auch zu dauern. Kobi hat schon alles gepackt für Futter. Sie sollen doch nicht Angst haben. Ich will dafür die Hand ins Feuer legen. Der Kilchmeier hat vorgesorgt, dass sie nicht von heute auf morgen brotlos werden. Und euch hat er sicher auch nicht vergessen. Er muss das Zutrauen zu ihm. Ich habe ja nie etwas anderes erfahren von ihm weder gut. Wir haben ihnen das auch gesagt. Aber es hätte halt mögen, dass sie nicht mit ihm ins Licht dürfen. Es hat mich selber auch gedauert. Als ich mit der Licht vorziehe, eines die vom Hubach und vom grauen Blick gegeben, dass man gerade gewusst, was sie denken. Jetzt könnt ihr daheim bleiben, jetzt in ihr Hand, oben im Dorf. Ich will mich deswegen nicht zurückblogen. Ihr seid Wöhler gewesen so. Ihr hättet doch gleich nur geärgert. Deswegen bin ich auch davon gelaufen. So ein fetter Heiseli hat halt keine Schande. Ist einfach oben angehockt im Wirtshaus und nachher zuhört zur Suppe, weiss nicht, wie es warm ist. Messer gewetzt, eingescheicht, Gesundheit, Freude, Gurgel, es kommt um einen Platsch. Das ist nur so gegangen. Als ich fort bin, hat er schon seinen Ober gehabt, der wird noch eben rechts wegkommen bis hin. Mir hat das Gerät gescheiter unterwegs gelassen, wenn das so viel Wüste geht. Dann wären halt die Arme zu kurz gekommen. Die haben sie richtig auch zuhören gelassen. Die haben gegessen, sie haben grosse Schweißtröpfe auf der Nase gehabt. Und zwischen haben angeblinzt. Scheich mir ein, scheichet ihr den euch. Henno, dann ist es nicht zu verargen. Sie kommen gar wenig dazu. Ja, ich habe es schon gegönnt. Obacht! Sie rücken an. So, da wäre ich mir endlich. Bebeli, du solltest noch sorgen für Stühle, es kommt der ganze Treibete. Und hier Benz ganz selten, wo sie das Ross einstellen können, Heiseli hat das Fuhrwerk. Grüß dich. Grüß dich zusammen noch einmal. Ich habe bald gemeint, sie können nicht mehr aufhören gerippen. Sollte jemand dann gleich einmal machen und gehen. Fortschicken hätte man es auch nicht gut können. Das wird dann jeder gedacht haben, wenn dieser nicht mehr gewartet, so mache ich auch noch. Die Komödie muss auch die Tür haben sein. Aber hock doch nur. Ja, wie du meinst. Sollte man noch Wein hochreichen und etwas geben? Nicht nötig, ich fürchte, sie hätte ihren Teil gehabt. Grüß dich, Basen. Grüß dich, Bäbeli. Schau dich an einem Ort zu hocken. Komm da zu mir, wir gehen da rein. Zusammengetragen hätte. Wenn wir nicht zu leicht gewesen wären, könnten wir anstimmen und singen. Wir sitzen so fröhlich beisammen und haben es einander so lieb. Könnt man angeschwingt durch? Hey, das wird jemand schon zu machen sein. So mach. Wollen die Dienste nicht auch kommen? Sie genieren sie, aus Gang sind ja gleich nichts da. Das ist noch nie geschrieben. Lass doch, wenn sie doch nicht kommen wollen, mach Fonder. So, Herr Bornito. So wollen wir unsere Verhandlung beginnen. Das ist von mehreren Erben gewünscht worden, das Testament von unserem lieben verstorbenen Freund soll schon heute verlesen werden. Ich frage noch einmal an, ob Einwendungen gemacht werden oder ob alle einverstanden sind. Einwendungen. Dumme Käufer, ich habe uns dann gewungen, tötet sie ja fast nur Hütritt. Wenn ich Grossrat wäre, mir hier das Gesetz drei Viertelstunden da sein, dort hätte mein Testament eröffnet werden. Ihr seid ja besoffen, dich. Aber geh noch so gescheit, wie du, wenn du nüchtern bist. Ich bitte um Ruhe. Im Auftrag vom Gericht und auf Wunsch vom verstorbenen Kilchmeier verlesen nach Hause die Geschrift. Ja, nur drauf. Mein letzter Wille. Ich bin ein alter Mann und meine Kräfte schwinden. Meine Knie sind schwach geworden und meine Hände zittern. Stündlich pochen die Boten des Todes an die Pforten meiner irdischen Hütte und rufen mir die Mahnung zu, bestelle dein Haus. Liebreicher Gott, nachdem du mich in meinem ganzen Leben überreichlich beschenkt und gnädig geführt hast,
gebühret es mir nicht zu murren und zu klagen wider deinen heiligen Willen. Nimm meine Seele zu dir. Dank sei dir für alles Gute, das du mir erwiesen, insonderheit für alle weise Führung und gnädige Bewahrung, die du mir hast angedeihen lassen. Lenke und erleuchte auch heute meine Gedanken, dass ich mein irdisches Gut in die rechten Hände lege, die davon einen würdigen Gebrauch machen und es verwalten, nicht nur zu eigenem Nutz und Frommen, sondern auch zum Heil und Segen der Mitmenschen und zu deinem Wohlgefallen. Amen. Ein geistiger Herr, Mert, im Scheich. Du doch auch wie ein anständiger Mensch. Nur mal Geduld, ich fahre gerade weiter, es kommt ja schon. Zu meiner Haupterbin setze ich ein. Bäbeli Eggimann. Was? Du siehst anders starzen müssen. Mein liebes Patenkind Bäbeli Eggimann, das mir jahrelang treu gedient hat mit harter Arbeit und willigem Gehorsam. Und wo ich ein alter, einsamer und gebrechlicher Mann geworden bin, hat es mich umgeben mit jener Liebe, von der es in der Schrift heißt, sie ist langmütig und freundlich, sie eifert nicht, prahlt nicht und bläht sich nicht auf. Mit jener Liebe, die nicht das ihre sucht, nicht auf Böses sind, sondern an der Gerechtigkeit und Wahrheit die größte Freude hat. Ihm soll gehören Haus und Hof mit Schiff und Geschirr, Besatz und Fahrhabe, samt allen Rechten und Nutzungen, sowie der Rest meines Vermögens, der nach Ausrichtung meiner Vergabungen übrig bleibt. Das hat beim Donner gegeben. Wir können auch Wengbuchen fahren. Ja, es ging, sagt er, sind ein parteiischer Sakrament. Welche Sache haben wir denn noch zu Zungen runter? Das ist schon recht. Bäbeli hat ihm am meisten hier von allen. Ja, ausgerechnet. Also ist er hier am besten wissen. Ausgerechnet hier. Gell, Witte. Soll ich zufahren oder wollt ihr noch ein bisschen berichten? Ich mach schon gewartet. So, vorwärts. Gut. Ich schenke ihr das Vertrauen, dass sie meinem Hause wohl vorstehen wird, so dass es auch in Zukunft eine Stätte des Friedens und der Liebe und ein Zufluchtsort für die Armen bleiben wird. Das wird man ja dort sehen. Da ging noch so eine fromme Sauce. Meinem Patenkinde, Bendig Grossenbacher, soll aus meinem Vermögen ausgerichtet werden eine Vergabung von 10.000 Gulden. Auch mit ihm bin ich wohl zufrieden. Er hat mir treu gedient und sich als aufrichtig erwiesen in allen Stücken. Es wäre mir ein lieber Wunsch erfüllt, wenn es sich fügen wollte, dass er auch fernerhin dem Hofe, auf welchem er angelernt worden ist, seine Kenntnisse im Landbau und seine rüstige Kraft widmen könnte. Nein, halt nach. Wie wird noch zu mir ich bin doch an einer, der selber nicht einmal weiss, warum dass man eine Kuh Plasch sagt. Wenn ich an meinen Vetter Andreas Eggimann im Hohen Bergli denke, fällt mir das Schriftwort ein, wer einfach lebt, lebt sicher. Ja, mein Gott, zählt. Meinem lieben Andreas erlasse ich die Schuld von 3.000 Gulden, die noch auf seinem Heimwesen haftet, samt dem Zins. Dazu soll ihm aus meinem Vermögen in bar ausgerichtet werden, eine Summe von nochmals 3.000 Gulden, damit er eine Einfahrt bauen kann. Ich hoffe ihm damit, sein mühseliges Tagewerk zu erleichtern und ihm neue Lust zur Arbeit einzupflanzen. Ich möchte ihm solchermaßen meinen Dank für die freundliche Gesinnung bezeugen, die er mir stets entgegengebracht hat. Dich, das hätte man können, dich, das gefällt so einen alten, verdrehten Knöpfen. Auch an der guten Gesinnung meiner Base Anna Barbara Leibundgut Bären wird Ihnen hier habe ich nie gezweifelt. Aber ich. Darum soll sie nicht übergangen werden. Ich vermache ihr 2.000 Gulden, nebst 5 Malter des besten Korns aus unserem mittleren Speicher. Sie hat die Guttaten an mir nicht gespart und auch anderen etwas gegönnt. Ja, wo es noch schlecht gegangen ist. Meinem Vetter, Johannes Ledermann, Viehhändler in Oberpoltrigen, soll die Kuh zurückgegeben werden, die er für mich im Oberland gekauft hat. Das ist das einzige Stück in meinem Stalle, das seiner wert ist. Auch schenke ich ihm das Geld, das er von mir entlehnt hat. Mehr in seine Hände zu legen, könnte ich nicht verantworten. So, da weg hätte man es gerispelt, den Donnersfimmeler und Kümmeler. Und das hat doch der Teufel gesagt. Nein, die anderen müssen wir auch noch zuerst knütteln. Vielleicht tut es dem Nachbarn auch noch hageln.
Meine Base Magdalena, die Bäuerin auf dem Grauch, ist mit zeitlichen Gütern derart gesegnet, dass ich mich der Verpflichtung überhoben fühle, ihr Dinge von Geldeswert zu hinterlassen. Leichtlich könnte mich sonst noch im Grabe die Reue quälen, mein irdisch Gut unrichtig verortet zu haben. Oh, Verschande, damit sie aber doch etwas von mir erhält, was ihr zu wahrem Nutzen dienen kann, schenke ich ihr eine neue Bibel. Die sagen nur, halte den Bibelsturm. Das Bibellesen hat auch wenig an ihm abgedreht, sonst wäre er nicht ein solcher ungerechter Hund gegen uns rein. Wenn ich gewusst hätte, wie falsch das er wäre, dann hätte ich auch den Mittag noch Herd auf den Totenbaum getroffen. Ihrer Tochter Elisabethli stifte ich die Welle selbstverfertigtes Gewebe im oberen Speicher. Dienlich für Nastücher, da mir Elisabethli solche dringend zu benötigen scheint. Das ist aber verrückt! Hoppla, das hat sie geklopft, aber aufgepasst, Süßeli, ihr lüpft sie auch noch. Meine Base Susanna, Bäuerin auf dem Bubech, ist reich. Sie weiß alles und kennt alles. Sie bedarf deshalb meines Erbes nicht. Ah, hat er recht. Damit sie aber nicht ganz leer ausgeht und meiner in Liebe gedenkt, vermache ich ihr ein Malter Ritterkorn und erlaube ihr, aus meinem Hühnervolk drei gute Legerinnen auszulesen. Ich rate ihr aber, auf Jungen zu halten, die noch keine faulen Eier legen. Überdies schenke ich auch ihr eine neue Bibel und empfehle sie ihr zu fleißigem Gebrauch. Es stehen viele beherzigenswerte Sprüche darin. Da sitzt der Dank für alles. Ihrer Tochter Marei habe ich die geleisteten Dienste schon bei Lebzeiten zu vergüten gesucht. Ja. Um mir aber doch auch noch eine Freude zu machen, vergabe ich ihr die Welle Schürzentuch, die ihr so gut gefallen hat, dass sie sich bei ihrem Fortgehen ohne mein Vorwissen ein paar Ellen davon weggeschnitten hat. Jetzt habt ihr noch mal Freude am alten Kronteri. Ich brauche wenig für sie dran zu freuen. Oh. Aber viel mehr sollte sie schämen. Ein Müsterli hat Marelli abgehauen, für das wir die Ansättigungstuch machen können. Ja, es haben nur 12 Ellen gefällt. Hopp, hast du noch ein tolles Müsterli gesehen? Okay. Haltet ihr noch den Bettel, teilt ihr noch, ihr habt Jeans nötig. Wir können es dann noch sonst machen, wenn wir schon Schelmen sollen sein. Aber leider hätte uns der Kilchmeier das schon nicht machen können. Ich wette, der müsste dein Tuch in alle Ewigkeit abmessen. Wir sind jetzt lachen, die Erben. Wollen wir weitermachen? Ja, war noch mal weiter, es kommt viel länger, sie schön. Mein Vetter, der Hauptmann. Achtung, jetzt schlägt sie. Der Hauptmann Schleuer von Waschliwil würde sich sicherlich bedrückt fühlen, wenn ihn ein einfältiger Verwandter aus dem Bauernstand mit einer Geldgabe bedenken wollte. Es gehört bedrückt! Vermöge seiner Intelligenz und Beredsamkeit bildet er sowieso die Spitze unseres Geschlechtes. Er hat das bessere Teil der Welt und will sich in den Dienst unseres Volkes stellen. Aber das arme Volk! Möge er darin wahre Befriedigung finden. Um mich für die Ehre seiner Zugehörigkeit zu unserer Verwandtschaft erkenntlich zu zeigen, stifte ich ihm eine Ehrengabe. Auf den Tag, da er seinen Einzug hält in die gesetzgebende Behörde unseres Landes, ist die Haupterbin verpflichtet, ihm eine feine, schwarze Grossratskleidung aus bestem Gut durchmachen zu lassen. Was? Mit dem pressiert ihr noch mal ein Päpeli, wenn der Grossrat wird, wird er eh noch Papst. Weisst, was du bist? Ein Grasaff. Überhaupt, eine verfluchte Gaunerei ist alles zusammen. Und das ist schöne Natur, das hätte ich doch längst so wissen das. Oh, oh, jetzt ist ihm der Schnabel doch noch aufgegangen. Das hat er gut gemacht, Herr Kilchmeier. Es hat mich zu Tod geärgert, wenn er den Schminkel noch einseifen konnte. Ja, jetzt macht es mir gerade das Halbminger. Jetzt hat es dem Nachbar auch noch gehagelt. Wir haben noch Absatz. Ja, so Satz ab. Meinen alten Dienstboten Klaus und Marianne Flückiger soll auf meinem Hofe das Gnadenbrot gereicht und ihnen die jetzige Wohnung im Kühlerstöckli lebenslänglich zinsfrei überlassen werden. Den übrigen Dienstboten soll in meinem Todesjahr ein doppelter Lohn ausbezahlt werden. Damit hoffe ich, mein zeitliches Gut recht verteilt zu haben und werde mein Haupt ruhig auf Sterbekissen legen. Niedlerbode im Herbstmonat, Johann Jakob Eckimann, gewesener Kirchmeier. Ihr habt jetzt gehört, was der Kilchmeier in seinem Testament bestimmt hat. Ich werde dafür sorgen, dass die Vergabungen pünktlich ausgerichtet werden, heisst das, soweit nicht darauf Verzicht geleistet wird.
Im Übrigen kann ich mitteilen, dass der Kirchmeier sein Testament durch einen Amtsnotar hat sicherstellen lassen, wie das Gesetz vorschreibt. Damit erklären wir unsere Verhandlung für geschlossen. Ein Himmelschreien, die Ungerechtigkeit ist es. Weder der Kirchmeier ist denn noch nicht allem drinnen. Es hätte schon Menge herumkommen müssen. Wenn man nicht schon längst gewusst hat, was mit ihr ist, so wüsste man sie jetzt. Ja, jetzt ist es halt so und nicht anders. Wie Bäbeli doch gegen so gut zu ihm geschaut hat. Ja, jetzt war es halt das Gefälligste. Aber Aufgabe ist es nicht richtig für ein Weibervolk. Aber es hätte einen Hof vorstehen, sonderbar für eins, der nicht weiss, wo an und wo aus. Wir Bäbeli, jemand sollte Rat und Beistand nötig haben, die hilft dir schon zu sagen. So, vor drei Tagen hast du mir noch gesagt, ich sei ein so verschamtes Mensch. Er wird halt denken, wenn man den Hof nicht hätte können erben, so könnte man am Ende noch erweiben. Geht dir das etwas an? Du Heiseli, sie haben dich eingespannt. Und jetzt will sie dir noch die Kuh hingern, zwegeli bingen. Das wird etwa ein Müsterli von Benzlin sein, aber warte noch. Du musst eigentlich mal schauen, sonst gibt es dann noch Schlägeln hier. Harte kommen noch. Aber komm mit dir noch um. Und ihr zwei bleiben hier noch ein bisschen. Ich mache gerade geschwingen etwas Wahres. Ja, ich habe wegen nicht mehr dabei. Ich denke, ich musste daheim alles müssen liegen und noch dieser wäre viel zu tief von der Gräbte noch. Ich wünsche dir einmal gegen alles Gute und viel Glück. Gehüte Gott, Bäbeli. An dir passen. Ich danke dir für alles. Leb wohl, Rees, und grüß daheim. Danke, weil es ausrichten. So bleibst du noch. Los, ich habe wegen Roni. Es sollte längst daheim sein. Es soll dir alles beim Alten bleiben, gell? Was du vom Niedelboden bekommen hast, soll schon in Zukunft haben. Ich bin mehr wieder nur froh mit dem, was ich bekommen habe. Jetzt kann ich mich kehren. Es werden meine Leute für eine Freude haben. Ich muss fast nicht warten, bis ich es sagen kann. Zürmisch nicht, ich komme das anders mal. Adieu, Peter. Auf Wiedersehen, Bäbeli. So, jetzt kann man endlich den neuen Niedelboden Bäuer in die Hand geben. Wie täuscht es dir so, Bäbeli? Es ist mir so zuwider wegen Benz. Er ist nicht zufrieden, ich habe ihn schon angesehen. Wenn er einen Mento noch meinte, er das Wasser abgerappt im Götti, er hätte den Hof so überkommen. Oh, der Benz wird ja schon wieder zufrieden werden. Das täuscht mir, er hat sich nichts zerklagt. Ich muss ihn hören. Gut, dass du da bist. Wir haben mit dir zu reden. Ja, ich habe auch noch etwas. So leer in teuer Kröpfe. Ja, ich kann das nicht sagen, wenn es da ist. Ja, so gang heute raus in die Küche, aber nicht, dass man den bei den Türen los ist. Das sind wir auf der Manier. Wenn es mir recht ist, hat es hier im Testament Neues geheissen. Es wäre dem Kirchmeier selig recht, wenn ich hier bleibte. So ist es. Das kann ich darum nicht, das muss ich dir gerade sagen. Wieso nicht? Bist du jetzt auch so einer, der nicht zufrieden ist? Du hast doch einen solchen Wunsch bekommen. Es ist nicht das. Mit dem Götti bin ich wohl zufrieden, Herr Jewi. Ich will mit dem nicht zufrieden sein. Und Bäbeli mag ich den Hof schon gönnen. Es hat ihn niemand besser verdient als er. Wieso willst du ihm denn diesen Wunsch nicht erfüllen? Erst und da haken dabei. Red raus. Solange Bäbeli alleine befehlt und ledig bleibt, ging es schon. Aber nein, es geht eben gleich nicht. Das kann mir niemand zumuten. Wieso nicht? Die Bäberi ist doch jetzt eine reiche Bauerntochter und es wird nicht lange gehen, werden sie zu Dragunern, die es vorher wieder hinten für noch vorher angeschaut haben. Du, das möchtest du denn nicht erleiden? Nein, das jagt mich auch weg. Was du nicht sagst. Ja. Es ist darum so, wo Bäberi noch ein einfaches Jüngferli war, wie soll ich das jetzt sagen? Nicht, dass etwas geredet worden wäre, zwischen ist das nicht, aber gewusst haben wir wegen dessen gleich, woran dass wir sind, zusammen, Gänge, in allen Teilen. Wenn er es nicht hätte können, der Hof erben, so hätten wir einen anderen geheiratet, so sicher, dass sie Benz heissen. Aber jetzt, so nächst der Hof hat, ist halt das ein Aperopo. Meinst du? Wir könnten ihm es nicht einmal verargen, wenn er es höher hochreckte und gleich. Da so müssen wir zuschauen, wie es ihn im Höfle und es den anderen nimmt. Das kann ich einfach nicht, das ist mir ja zuwider wegen Kirchmeier, aber es geht nicht anders, ich muss fort. Hey, das ist doch nicht pressiert. Ich will jetzt erst noch mit dem Bäbeli reden. Ich muss gerade reichen. Ja,
Warum schaust du sauer schauen? Mensch, etwa neu hat der Götti vorum gereist, dass er den Hof mir verschreiben soll. Das habe ich nie gedacht. Warum bist du ein Höhne? Magst du es nicht gönnen? Bitte so, du hast am besten verdient. Aber da bleiben tue ich nicht mehr länger. Was soll ich dir alleine anfangen? Ich habe doch gemeint, wir bleiben bei den anderen. Ja, wenn du ein armes Jümpferli geblieben wärst. Ewig ist jetzt das auch eine Geschichte. Da bleibt mir ja zuletzt nichts anderes, aber wieder den Hof zu fahren. Dann räumt ich mich doch die auch. Wär's euch denn nicht doch noch zu machen, dass wir alle drei bei den anderen bleiben? Du und ich und der Hof. Wohl! Wie tut der Affe? Es hat ihm schon ein bisschen besser. Wir können es kurz machen. Der Kirchmeier hat ja nicht jemand gemeint, die Band soll nicht bleiben vom Hof. Aber er wird gedacht haben, wenn er im Fall das Glück nicht mehr verleiden will. Später anfing heute lassen, so wäre der Hof auch der Weiber gut. So hat er gewiss nicht gebraucht, Kummer zu haben. Nur so wird jetzt angehend geheiratet, nicht, dass die Leute noch in die Mühler kommen. Hey, ja. Eigentlich kennen wir einen anderen schon lange. Sie muss es. Der Niedlboden muss wieder eine Meisterschaft haben. Und die soll dafür sorgen, dass der Alp fließt und die alte Liebe nicht aussterben auf dem Hof. Der Sally Kirchmeier noch im Himmel, aber sie freut dran.